Headshot. So, ich guck mal, ob das Spiel hier funktioniert, was ich eigentlich spielen will. Wieso will Steam jetzt mein Passwort haben? Ich habe keine Ahnung. So, es funktioniert. Ah! So, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ich habe neulich einen Trailer gesehen und es sah ziemlich interessant aus, weil es ist jetzt anscheinend kein Jumpscare-Spiel, sondern es ist eher etwas Beklemmendes. Press E to play. Ist das ein I? Nein, 1. Das könnte meine Sauklaue gewesen sein. Please keep in mind that Suit 77... Ah, das ist auf Englisch. Contains flashing lights. Moment mal, Flashing Lights war doch das Spiel, was wir noch nicht gespielt haben, oder? Diese Polizeisimulation. Bleib. Halt! Ich bin noch nicht fertig. Also, das ist eine Tante, die heißt Marcy. Sie war eine berühmte Architektin. Die hat sich erhängt, die Tante. Pizza! So, Leute, dann. Hier ist euer Horrorspiel. Wir gucken uns erstmal um, bisschen Layers of Fear. Ah, das kenne ich. Ich weiß genau. Kann ich springen? Space-Taste im Horrorspiel? Gibt's nicht, ne? Okay. Okay. Knöpfe gibt's auch nicht. Musik gibt's auch nicht. 774. Developed by Stanislav Truchowski. Nur bei einem. Was? Nur bei einer Person? Krass, nicht schlecht. Was ist das für ein beschissenes Hotel, die einfach zweimal dasselbe Bild nehmen? Leute, wo ist das? Wer von euch war schon mal da? Ist das irgendwo in irgendeinem Nationalpark in den USA? Der Blick ist geil, der hat jetzt schon Schiss. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Angst. Also ich kann in keine einzige Tür gehen als in 776. Also nochmal von vorne. Marcy hat sich umgebracht. Bekannte Architektin. Sie hat sich erhängt. Und ich muss, glaube ich, herausfinden, warum. Oh, ist aber ein nettes Hotel. Guck mal, Leute. Schau mal hier. Die Sonne scheint. Mal ein anderes Bild zwischendurch. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Gangbang. Also bis jetzt finde ich es überhaupt nicht gruselig. Ich habe Suit 776 über... Okay, wir haben einen Hund. Also Marcy hat einen Hund. Ah. Nein. Lock is weak and simple. Ja, dann... Ed? So, Leute. Open the door. Open the door, FBI! Ups. Ah, schon mal da. Ist eine zweite Etage. Guck mal da. Guck, man kann rausschauen. Was ist der schwarze Kasten da hinten? Das ist Marcy. Die schaut dir zu. Also bis jetzt finde ich es nicht gruselig, Leute. Aber ihr wisst ja, ne? Also bis jetzt kommen wir nicht weiter in dem Spiel. Komisch, komischer Grundriss, oder? Ja, ich glaube, das Spiel ist hier zu Ende. What the f***? Dafür habe ich 5 Franken ausgegeben, glaube ich. Fertig. Ah! Guten Tag, ich hätte... Kann ich nochmal? Nee, ich kann nicht nochmal. Ich hätte gern etwas zu essen. Ich hätte gern... Hallo, Zimmerservice. Jetzt geht die Tür auf, oder? Wo ist denn der Sinn der ganzen Geschichte? Oh. Leute, habe ich irgendwas übersehen? Nee, oder? Es kommt ein Jumpscare, dann raste ich aus. Hier geht auch nichts. Hier ist Caravaggio. Kapiere ich nicht. What's the point, Leute? Sag mal, habe ich irgendwas nicht gecheckt? Ich habe die Klingel geklingelt. Ich habe alles gemacht, was das Spiel wollte. Mehr kann man hier nicht machen, oder? Maybe I should try ring the bell. Ja, das habe ich schon, ne? Ja. Jesus. Kapiere ich nicht. Also momentan ist das Spiel einfach Horror, weil ich nicht weiterkomme. Ja, ich hab ein bisschen Schiss, Leute, okay? Boah, ey, ich habe keinen Bock, mich umzudrehen. Ich drehe mich um. 3, 2, 1. Ich glaube, das Spiel hat noch nicht angefangen. Okay. Oh, wieso habe ich das Spiel überhaupt angefangen? Oh, wenn die Tante jetzt da steht. Immer noch lockt. Ahem.
Okay, ich habe mich einmal erschrocken in diesem doofen Spiel. Ist das Marcy? Ich glaube, Marcy hat einen in der Klatsche. Ja, eine bekloppte Nuss ist das. Alter, das ist so spooky, oder? Oh, ich habe mir den Fuß angehauen. Ah, tut das weh. Ah, tut das weh. Ich habe den Fuß angehauen. Wer hat im Chat geschrieben, das Spiel ist nicht so? Achso, ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Press and hold left. Mann, Outlast Reloaded. Habt ihr euch auch erschrocken? Darf ich mal wissen, wer von euch sich erschrocken hat, als diese blöde Lampe runterfiel? Okay, also Marcy hat in Windeseile, während ich bewusstlos war, hat sie einfach die Fenster zugenagelt. Von außen. Wow. Soll ich nochmal klingeln? Hups, ein Schlüssel. Ich hab mich voll erschrocken, als es geklappt hat. Ring the bell again, Marcy. Hups. Okay. Oh. I ring her bell. Hello? Hello? I'm Stanty. Hello, this is Stanty. You didn't finish your session? Ey, wenn der jetzt um die Ecke steht, raste ich aus. Die Musik ist schlimm. Hello. It's me. Ich ringe überhaupt nichts mehr, ich gehe nach Hause. Boah, mir geht die Düse, Leute. Boah, ich habe mich voll vor dem Schatten erschrocken. Okay. Hallo Marcy. Ring it again. Hallo Marcy. Disco, Disco, Party, Party. Ah. Come upstairs. Leute, gleich gibt's wieder auf die Fresse. Boah, immer wenn die blöde Nuss in der Nähe ist. Muss ich ihr jetzt folgen? Wah! Scheiße. Marcy? I just want to talk. I'm your psychiatrist. Do you remember? You just... Boah, das Spiel ist so fies. Designer of the Decade. Oh! Hä? Ich kann nichts machen. Ist das Marcy? Wieso, Marcy, warum hast du so eine blutige Hand? Ey, die hat so einen Wolverine. Nee, was hat die in der Hand? Die hat irgend so ein Gestell in der Hand. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Ohne Scheiß. Ich kann mir die Kameras nicht... Muss ich irgendwas drücken? Wo geht die hin? Hä, was ist denn jetzt der Sinn der Sequenz? Kau ich gerade an den Fingernägeln, Leute? Hä? Steht die vor meiner Tür? Aber ich kann hier nicht weg! Ich kann hier nicht weg, Leute! Der Sound! Das... Boah, das Spiel ist gut. Psychological Horror. Oh, stand hier. Das, ja, da ist doch das Bild, oder? Hier ist das Bild mit diesem Typen, der seinen Kopf ab... Du Kackpuppe, du! Ich trage einfach eine ganze Leiter mit mir rum, warum nicht? Ring it again, ring it again. Oops, I ring it again. Okay, ich klingel die Bell, dann kommt Raum 2, was aussieht wie eine Diskette, dann kommt ein grüner Punkt, dann kommen 3 gelbe Streifen und dann kommen 6 Handys. Hä? Und dann erhängt sie sich. Ja, Leute, I don't have a clue, was das bedeutet. Holy moly.
Da steht sie. Ich hab's. Dieses Paper vor der Fresse. Da steht die Tante einfach. Well, Marcy, I know this is very inappropriate, but look, I'm your doctor and you. Soll ich wegziehen? Dann sterbe ich, dann muss ich wieder alles von vorne anfangen. Tu es! Boah, ey, wenn ich von vorne anfangen muss. Well, this is very disappointing. Hello, I can see your shadow, Marcy. Anyway, ring, ring, ring. Ich habe alle Fotos geschossen, die man schießen kann. Da, 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 da. Ring my bell. Hopp. Oh, das war lustig. Kann ich das nochmal machen? Marcy, jetzt an den Kameras. Oh, he's such a Schmuck. Mir geht die Düse, mir geht die Düse. Blödes Kackspiel, ich hasse dich. Du bist schlimmer als Layers of Fear. Blödes, doofes Spiel, wieso spiele ich dich? Ich hab so ein schönes Leben, auch ohne dich. Doofes, blödes Spiel, wieso mache ich das? Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Katzen. Mir geht's gut und ich spiele dieses Spiel. Sie immer noch da? Nee, das ist sie nicht. Weil da oben ist sie nicht mehr zu sehen, das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe. Rafft ihr das, Leute? Ich check's nicht, was die 2 ist. Okay, dann. Boah, du Kackviech da vorne. Zum Glück habe ich dich nicht gesehen, du. Ich hab nur das Geräusch gehört. Oh Mann, jetzt guck mal, das Mikro kackt ab. Sorry, Mikro. Oh nein, Basement in Horrorspielen sind nie gut. Basement ist immer scheiße in Spielen, das wisst ihr doch, in Horrorspielen. Da kommt... Hat sich da was bewegt? War eine kurze Message an Stanley Tucholsky. Es ist leider sehr gut gemacht. Leider, weil zu meinem Leidwesen. Ab. Du blöde Kuh. Ah! Ich gehe da nicht rein. Nur ein bisschen. Das habe ich auch neulich mal im Bett gesagt. Oh, wie die mich anguckt, Leute. Oh, da ist ein Zettel da hinten. Guck, Marcy. Wir spielen Verstecken. In 1, 2, 3, 4, Kuckuck. Ich hab's gewusst. I did this because Marcy Sippin is my mother. Aber das sind doch nicht meine Notes, oder? Doch, ich bin Joseph Sippin. Leute, es wird dunkel. Ich mach den Zettel nicht weg. Da muss ich sie nicht sehen. Ich kann's nicht weg. Achso, ich muss ja weggehen. Die hängt da immer noch, oder? Marcy, es war ein Witz vorhin mit. Hä? Was mache ich denn hier? Mama? Ich kann nicht den Stuhl aufheben, ich kann gar nichts machen. Hallo? Hör auf mit der Scheiße. Hinter dir. Hör auf. Da sind wir. Hola! Einen wunderschönen guten Tag, Chat. Ich bin heute zu Gast bei Schlo. Also quasi gewohnter Stream, andere Kulisse, anderer Hintergrund. Alles anders. Also die Monitore sind anders, alles ist anders angebracht. Und wenn ich mich jetzt selber anschaue, muss ich so ein bisschen nach oben schauen. Jetzt weiß ich auch, warum du immer nach oben schaust in deinen Streams. Ja, also. Dann guckst du dich selber an. Ja, genau.
Weil ich mich so gerne selber angucke, deswegen habe ich das oben. Also ich muss sagen, ich kann mich daran gewöhnen, immer von hier aus zu streamen. Können wir einfach mal tauschen? Also du streamst aus meinem Zimmerchen? Okay. Kaya und ich haben uns was einfallen lassen. Jetzt kannst du, wenn du redest, dich eigentlich groß einblenden, findest du nicht? Könnte ich. Guck mal her, wie cool das ist. Wir haben uns was einfallen lassen. Und zwar soll das natürlich ja wieder bedeuten, wenn man irgendwie was... Wenn wir irgendwie was Cooles machen zusammen und so ein Dual-Stream, zwei Leute, ein Raum und so weiter, sollt ihr natürlich auch was gewinnen können. Deswegen den PC hier. Haben wir... Der ist doch sowieso nur Deko. Haben wir gesagt, ihr könnt einen 1.700 € Gaming-PC gewinnen heute. Was? Okay, ich zahle 50 und du den Rest davon. Deal. Also einmal ganz kurz zum technischen Aspekt, Chat. Ihr seht immer das Bild von dem, wo der leuchtende Rahmen um die Kamera ist. Mein Bild, Kayas Bild. Irgendwas gegeneinander, aber was wir genau machen müssen oder so, gar keine Ahnung. So ist besser, ne? So ist besser. Jetzt. Er hört das nicht. I wish it would be, aber... Wenn er die falschen Kopfhörer aufhört. Wenn er die anderen aufhört, dann... Wenn er das in den Rest... Hä? Er lässt doch über mich. Das ist witzig, weil er nicht weiß, was passiert. Setz mal die anderen Kopfhörer auf. Ich? Ja. So. Das hört sich ja geil an. Wir spielen jetzt Hide and Shriek. Wir brauchen jetzt noch Dämonennamen. Ich bin Klaus. Scheiße, Klaus wollte ich heißen. Ich bin Rosi. Klaus und Rosi auf Erschreckertour. Wir wollen dann so ein Intro wie Chip und Chap, so Klaus und Rosi. Wer? Klaus und Rosi. Nein, davor. Chip und Chap. Wer ist Chip und Chap? Diese Erdmännchen? Ich glaube, die hatte ich heute zum Frühstück gefressen. Okay, Hide and Shriek. Wir spielen miteinander oder gegeneinander? Ich glaube, gegeneinander. Ich mach mal hier Private Match. Ich hab dich eingeladen. Ja, deswegen sitze ich doch hier. Jetzt bist du im Spiel. So. Jetzt sind wir beide im Spiel. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Aber wir sind nicht zusammen im Spiel. Nee, doch. Wir spielen gegeneinander. Wir müssen Runen sammeln. Hä? Fusion. Und uns gegenseitig erschrecken. Hä? Und jetzt? Ich check das Spiel nicht. Ich auch nicht. Was mache ich denn mit meinem Altar? Fuck, jetzt habe ich schon wieder... Man kann sich schrecken. Oh, hier gibt's Spinde. Oh, hier gibt's eine Spinde. Ah! Warst du das? Nein. Ihr müsst diese Kugeln rot und blau auf deinen Altar bringen. In deinem Fall, Schlo, ist es die rote Kugel. Aber jetzt habe ich schon zwei Kugeln auf Kayas Altar gelegt, oder was? Das ist dann doch dumm. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Das war Kaya? Ich mach nichts. Ich mach nur Spinde auf. Guck doch mal, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Also, pass auf. Und zwar gehen wir hier in diesen Fahrstuhl rein. Und was macht der Fahrstuhl? Der Dreckige. Der fährt mich nach oben. Und dann stehst du hier. Und es geht darum, quasi sich zu trauen, über diese Planke zu laufen oder auf dieser Planke zu laufen. Das ist aber halt ein bisschen realistischer, wenn man halt irgendwas hat, wo man wirklich drauf tritt. Dann kannst du da runter gucken. Und fällst. Das sagen wir eben nicht. Du musst einmal mit der Hand durch die Schlaufe. Warte, pass auf. Da durch. Und jetzt wirklich fest über die Hand ziehen. Du hast so dicke Hände. Warte. Nicht nur Hände. Boah, ich sehe schon was im Schlitz. So, warte mal, ich drehe mal einmal die Kamera, damit die Leute dich auch richtig sehen können. Alter, hör auf. Das geht nicht. So. Nee, das geht echt nicht. Und jetzt? Sehen die was, was ich sehe? Kannst du? Die sehen genau, was du siehst. Die sehen, dass du jetzt richtig viel Bock hast, im 46. Stock auf diese Planke zu laufen. Alter, geht's noch? Was muss ich machen? Ja, also... Kann ich nicht wieder runterfahren? Boah. Guck mal nach unten. Guck mal, wie hoch es ist. Aber du schaffst mich nicht. Nein! Alter. Alter, krass. Okay, kannst du wieder zurück? Du kannst wieder zurück. Boah. Wenn du mutig bist,
hoppst du von der Planke runter. Wohin? Zur Seite. Was? Geh mal einen Schritt Richtung Aufzug noch. Ja. Einen Schritt? Ja. Jetzt dreh dich zur Seite, sodass du die Häuser siehst. Ja. Und jetzt machst du einen Hops in die Tiefe. Nee. Da runter? Ja. Nee. Ja, spring runter. Nee. Nee. Einen Hops? Nee. Nee. Also, ich glaube, der Chat möchte auch, dass du runterhoppst. Hier runter? Ja. Komm, spiel mal Paranormal, oder? Bist du sicher? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Ja, das ist das, was ich von Paranormal halte. Guck mal. Aha, da bist du also im Wald, ganz alleine. Ein kleiner Kaya allein im Wald. Boah, ist das scheiße. Wah! Wah! Oh, fuck! Was? Ey, das ist doch der Anfang. Während Kaya durch den Wald läuft. Das ist der Anfang des Spiels, oder? Diesen Wald zu verlassen. Wenn das schon der Anfang ist. In dem Wald nichts holt. Er rennt weiter in den Wald, anstatt in das sichere Haus zu gehen. Warte, ich hol mir mal eine Waffe. Eine Zeitung. Nicht nur irgendeine Zeitung, die NZZ. Jetzt gibt's auch die Fresse, Leute. Ich hab die Schnauze voll! Hä? Hä? Oh, eine Batterie. Spieluhren in Horrorspielen, ganz schrecklich, ne? Zeig dir Mittelfinger. May I enter the room, please? Ja, dieses Gitter sieht er auch, damit er weiß, wo er steht. Also, wenn dieses Gitter kommt, muss er sich ein bisschen nach links, rechts, also immer in die Mitte von diesem Gitter stellen, quasi. Oh, jetzt ein paar Klimmzüge. The fuck? Ey, ist besetzt! Geh da mal. Ja. Hast du gerade geflüstert? Nein. Alter Verwalter. Was kann ich damit machen? Hä? Hey, was? Hallo? Hör auf mit der Scheiße. Hinter dir. Hör auf. Du stirbst nicht, wenn du weißt, dass du 2 Minuten ganz allein im Raum bist, oder? Weil dann kann ich kurz auf Toilette gehen. Du hast doch wieder was vor, oder? Ich schwöre, nein. Also bei Horror kannst du dich drauf verlassen, werde ich dich auch nicht irgendwie schubsen oder sowas. Weil das ist bei Horror wirklich komplett brutal. Überall Blut, diese. Kannst du pussen? Entschuldigen? Puss diese. Ha? Ihr müsst aufräumen, Aschgelöscher. Wieso komme ich da nicht hin? Du das Slow? Echt Slow, ich warne dich, wenn du Scheiße baust. Nicht vergessen, du bist als nächstes dran, ne? Aha! Komm mal! Das ist nicht witzig. Hab ich irgendwas runtergeschmissen? Boah! Schloh, hör auf mit der Scheiße. So, ich bin wieder da. Hab ich was verpasst? Bist du jetzt erst gekommen? Ja, ich war noch eine rauchen. Du hast nicht 2 Sachen hier umgeschmissen. Nein. Habe ich die umgeschmissen? Nein, was für Sachen? Du hast nichts in der Nähe. Boah, jetzt warte mal ab, was ich mit dir mache. Du musst jetzt übrigens die Treppe da hoch. Aha. Ich frage mich gerade, ob ich Kopfhörer aufziehen soll. Mach das bitte, Epixel. Zieh mal schön Kopfhörer an. Hallo Mädchen. Irgendwo war ein Geräusch. Ständig, im Spiel sind ständig Geräusche. Da weint jemand. Da vorne ist der Schrank.
Aber hier ist. Das ist abgeschlossen. Da weint jemand. Achso, ich komme jetzt um den Schrank rum hier. Der Sound ist falsch. Oh, oh. Wer bist du? Ach du Scheiße. Geh da weg. Halt die Schnauze. Geh da weg. Hä? Ob du dumm bist? Ich leuchte dich an. Verbrenn im Licht. Vampir. Ach du Scheiße. Hallo. Ich kann nicht rennen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Ach du Scheiße. Ob du eine Hallo. Jetzt renn. Jetzt renn. Geh da rein, geh da rein. Scheiße. Was meine? Scheiße. Bin ich tot? Emi, bist du noch da? Wieso hast du ein Buch in der Hand? Da kommt jemand, oder? Ich glaube, ich renn mal schön. Hä? War das, ist das derselbe Gang von eben? Also das hier zumindest ziemlich paranormal, Alter. Die haben zumindest so viel Fernseher an den Wänden wie ich. Boah, die stimmt. Ich glaube, das ist mein Haus. Hallo? Ah! Ah! Ich kann... Ich hab mich mit erschrocken. Ich hab einen Puls von 3000. Aber was jetzt bis jetzt noch nicht passiert ist, ist das Tür aufmachen und Jumpscare. Wisst ihr, was ich meine? Nicht diese Outlast-Momente hat. Seid ihr ready, Leute? Ich nicht. Ich hasse Horrorspiele. Outlast habe ich gehasst. Resident Evil mochte ich. Ich weiß auch nicht. Eine ganz ambivalente Nummer. Alien Frustration habe ich gehasst. Last of Fear kenne ich nicht. Es wurde hier von vorgeschlagen. Anscheinend geht es hier um ein paar Bilder. Ja, Speicherplatz 1 halt. Mir doch wurscht. Ja, komm, jetzt starte. Last of Fear ist ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem jeder entscheidet. Ich will es mal ganz kurz wissen. Nee. Das geht ja gut los hier. What the fuck? Aber ich glaube, es ist ein Perversling, kann das sein? Schon Sadomaso hier. Und das Bild hatte ich. Leute, das Bild hatte ich in. Oh, frag mich nicht, wie der. Irgendwas mit. Boah, aber das ist. Also bis jetzt ist noch nicht so gruselig hier. Alter. Ist das ein Scherz? Sag mal. Bla bla bla. An Artist Triumph Gallery Opening wows Critics. Also. Looking stunning in a black. Langgolf. What? Ich könnte das lesen. Langgal. What? Langgal Muki A Popel. What? Oh Gott, ich muss das alles übersetzen für euch. Okay, er sagt, Leertaste bitte. Ach so! Aha. Was bringt mir das jetzt? Eine Uhrzeit. Also, Badezimmer ist gruselig, ich gehe in die Küche. Das sieht doch gar nicht so schlimm. Also, bis jetzt finde ich es gar nicht Horror. Bis jetzt ist das Spiel eher so angenehm. Ah, fuck, jetzt wird's dunkel, ich wusste es. Ah, so eine Vorratskammer. Was ist denn hier mit... Also, bis jetzt ist das Spiel überhaupt nicht gruselig. Im Gegentum. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Wow. Was war das? Alter. Das wird abnormal dunkel gerade. Ach du Scheiße, irgendwas passiert gleich, oder? Komm, wir machen das später. Ah, hier, kann man es besser sehen. Ist das ein Katzenmensch? Vielleicht auch so ein berühmtes Porträt. Jetzt kommt raus, dass ich da Kunst wirklich... Alter, was war das? Leute, was war das für ein Geräusch? Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen gruseliger. Kann das sein? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Haus untersuche, Leute. Dann dürfte es. Wah! Aber ich muss sagen, bis jetzt finde ich das nicht so gruselig. Bis jetzt mache ich den Lichtschalter an, auf und Schublade an. So, ich habe Angst, hier reinzulaufen. Weil hier sind Blutspuren, Leute. Ach so, es ist geschlossen. Gott sei Dank. Okay. Ah, Kinderzimmer ist immer creepy.
Hund, nice. Puppen immer ein bisschen creepy. Hier war zu, ne? Ah! Ja klar, ich habe ja den ich habe den Schlüssel. Okay, hat jemand ein Problem mit... Boah, Alter, wer hat die denn zusammengeklebt? So kannst du doch nicht malen, du Schmuck. Wieso war das jetzt so ein komisches Geräusch? Das ist einfach eine halbleere Leinwand. Es war nichts passiert. Lost. Ich glaube, das ist für mich gedacht. Lost it. You deserve. Finish. Verloren es. Du verdienst. Beende. Du Sau. Also irgendwie... Kommt das Spiel nochmal in Fahrt, Leute? Oder was ist hier los? Hä? Jetzt nur mal so... Ich weiß, ich bin ja lost, aber... Sah das nicht vorher ein bisschen anders aus? Oh, shit. Okay, offiziell habe ich Angst. Hä, wir waren doch vorhin anders gekommen, oder? Hä? Okay, ich habe offiziell die Orientierung verloren. Aber das... Das Fenster ist auf. Okay. Scheiße, was stand da? Ich hab's... Scheiße, Leute, ich hab's nicht gelesen. Ich dachte, ich muss durchs Fenster. Komm ich jetzt hier wieder raus? Oder? Ah, so läuft das Spiel ab. Es verändert ständig... den Grundriss. Kann das sein? Hier ist nichts, hier ist nichts. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, ich hasse dieses Bild. Ich will's nicht mehr sehen, der Arme. Oh! Wah! Was soll denn das Geflüster jetzt hier? Aha! 4, 8, 5. Aber Leute, wenn das die Puzzle-Schwierigkeit ist, einfach mal hier die Zahlen für diese Kiste. Das ist Lazy Game Designing. Come on, Leute. Also ich mag das Spiel bis jetzt. Also ich mag die Atmosphäre und so. Aber das ist ziemlich lazy. Komm schon. War das nicht 4, 5, 8? Ach scheiße, 4, 8, 5, okay. Oh, jetzt machen wir schon wieder Schubladensimulator. Okay. Mann, ich vermisse meine Samples, Leute, ohne Scheiß. Blödes YMCA, fucking Scheiß. Blöde Copyright-Bullshit. Das hat mir echt die Laune verdorben, die letzten... Alter, wie habe ich das denn geschafft? Okay, der war richtig heftig, gebe ich jetzt zu. Okay, der war heftig. Ich nehme das Spiel ernst. Kann man hier mal Licht machen oder was? Alter, es ist hier dunkel. Come on, Leute. Ah, hier ist ein Lichtschalter. Wie komme ich denn da hin? Da. Ihr wollt ja mal sehen, was ich mit meinem Mikro gemacht habe. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe vorhin die Maus umgeworfen, jetzt habe ich das Mikro umgeworfen. Fuck it, zwei Jumpscares hintereinander. Ich dachte, ich hätte ein paar Minuten Ruhe. Bäh. Okay, oh nein, ich mag die Musik nicht. Wieso mache ich die Tür zu, ich Trottel? Wieso hat denn jedes Bild ein Doppelgesicht? Soll das so eine Art Schizophrenie? Die Frage ist jetzt, sind die Bilder so gemalt oder sehe ich die so? Weil offensichtlich habe ich ja ein Alpha. Ich habe mich hinter dem Mikro versteckt. Ich habe das Spiel unterschätzt. Vielen Dank für den Vorschlag, wer immer diesen fucking Vorschlag gemacht hat. Was? Ist da gerade eine Ratte ins Feuer gelaufen? What the fuck? Dann hast du ja kein Rattenproblem mehr, oder? Was hat sich jetzt... Ich glaube, mein Mikro wird diesen Stream nicht überleben, Leute.
Ich war doch bei den letzten Streams, als ich so schreckhaft war, habe ich doch nicht alles durch die Gegend geworfen, oder? Ich schmeiß ja alles weg, das kann doch nicht sein. So ein blödes Spiel. Im Salon. Vier Bündelis. Mit den anderen zwei Bündelis, man, sechs Bündelis hab ich im Haus. Wann kommen sie denn die wieder abholen? Ja, müssen sie schauen, wenn wir wieder vorbeikommen für die Bündelis. Ja, aber das ganze Haus ist voller Bündelis. Meine Frau weint schon, weil wir zu viele Bündelis haben. I fucking hate this game. Schatz, pass auf, die Bündelis werden abgeholt. Nächsten Dienstag. Schatz, die Bündelis werden nächsten Dienstag abgeholt, okay? Was ist für eine Architektur oder ist das nur in meinem Krankenkopf? Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ist ja gut. Also es ist ziemlich linear das Spiel, ja? Also es ist wie ein Parcours, an dem du... Oh. Huch. Okay, ich bleib mal. Wo ist ein Spind, wenn man ihn braucht? Hä, wo kam das Obst? Uah! Kann ich mich da rein? Kann ich da crouchen? Kann ich C? Nein. Was soll das? Was passiert denn jetzt? Uah! Mich erinnert der Aufzug an Titanic. Oh! Ich habe hier ein Lagerfeuer im Haus. Aber hört ihr dieses... Die ganze Zeit diese scheiß Mucke. Gleich kriegst du auf die Fresse. Gleich wirst du erschrocken. Gefällt mir nicht das Geräusch. Aber was jetzt bis jetzt noch nicht passiert ist, ist das Tür aufmachen und Jumpscare. Wisst ihr, was ich meine? Nicht diese Outlast-Momente hat. Hä? Ist das ein Detlef Book da oben oder was? Undone. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Und hier? It cannot be undone. Ah, jetzt verstehe ich. Das war die Übersetzung für. Was steht hier? Es kann nicht rückgängig. Ja, ist ja gut jetzt. Und dasselbe nochmal. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, wenn du jemandem die Haut abziehst, dann... Erstmal eine Runde drehen, um mich zu beruhigen. Da kommt doch gleich ein Hund angeschossen, oder? Was war das? Ja, ist ja gut jetzt. Jede Umdrehung ist echt ein potenzieller Kack. So ein mieses Spiel. Schlimmer als Outlast Resident Evil zusammen. Wenn du dich jetzt umdrehst... Hä? Ey Leute, das Spiel geht nicht. Das Spiel geht einfach nicht. Es ist so krass. Das Spiel... Du lebst doch. Ich weiß genau, dass du lebst. Wir sind in einem Horror... Du lebst! Jumpscare. 3, 2, 1. Hey! Ups. So.
So, Leute, komm, lass uns mal ein bisschen Horror machen, ja? Das ist nur eine Demo. Ich gebe ja kein Geld mehr aus. Ich mache einfach nur Game, das sieht gut aus. Oder muss ich hier... Ich habe Angst. Nee, das sieht gut aus, ne? Fullscreen, normal. Ah. Hi, Valerie, it's Raymond. It's now it's late. I'm really sorry. Also, das ist eine... Wie heißen die Leute, die Leichen einbalsamieren? Balsamico. Leichenbestatter, dankeschön. Ich finde den Lichtschalter nicht mehr. Wie doof war das denn jetzt? Ganz im Ernst, Leute, ich mache keinen Spaß. Ich finde, es ist so dunkel. Ich finde den Lichtschalter nicht mehr. Kürzeste Let's Play. Das kommt auf Uncut. Ja, ohne Scheiß, ich finde den Lichtschalter nicht mehr. What the f***? Ich finde den nicht mehr. Mann. Ey, ich finde den Lichtschalter nicht mehr. Ich bin raus hier. Ja, das ist wirklich ein Horrorspiel. Okay, klar. Ich spiele von hier hinten weiter, das ist okay. Ich glaube, ich kann die Maus mit dem Fuß bedienen. Warte mal kurz. Also Leute, nicht. Ah, ist sehr gut, ist sehr gut. Nicht das hier machen, okay? Ah, ich habe die Maus nicht bewegt. Habt ihr gedacht? Ah, guck mal hier. Ah, guck mal hier, die Maus ändert sich. Merkt ihr das? Jetzt wieder ein Stück nach links. Haha, guck mal, ich werde besser in dem Spiel. Moment. Das wäre Toilettenpapier. Ui. Ach Mensch, das wäre doch gegangen. Mann! So. I've already checked vitals, bathed the body and set the face, you know. Thank you! Alter, wieso bin ich so schreckhaft? Ich bin noch abgestumpft. Wah, Mann, wah! Komm, ich mach die Tür wieder zu. Ich hab die Tür zugemacht. Komm, wir gehen wieder. Kein Bock auf den Scheiß. Licht aus und let's go. Die ist mit Sicherheit weg. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist sie weg. Du lebst doch. Ich weiß genau, dass du lebst. Wir sind in einem Horror. Du lebst! Jumpscare. 3, 2, 1. Hey! Ups. Erstmal Klimaanlage anmachen. Was ist mit mir los? Ich bin doch. Erstmal die Tür zu machen. So, Pippi. Jetzt sind wir beide alleine, wa? Blut. So ist das jetzt hier, wie sagt man? Chemie. Nein, Kaya macht das. Kaya! Beweg die Maus nicht. Ich warne dich, wenn du die Maus bewegst. 100% verschwindet sie. 3, 2, 1. Ich hätte jetzt schwören können, wenn ich das Licht ausmache, steht die auf. 1, 2, 3. Mach das fucking Licht aus. Ich will pennen. Impfstation. Okay, look at the clipboard. Wear coat and gloves. Hier, da ist ein Coat. Nee, hier, die habe ich hier. Nee, hier. Die steht doch gleich auf. I know it. Hä? Achso. But, jetzt. E-Take. Okay, das kann ich taken. Oh. Du blöder Kack. Du doofer Arsch. Was ist das? Komm, klick da drauf. Ging da gerade die Tür auf? Ey, die wacht gleich auf, die Tante, wenn ich sie nicht sofort aufschlitze. Soll ich sie ein bisschen anschneiden, oder was? Kann mir einer sagen, was ich in diesem Spiel machen muss? Ich check's nicht. Hat jemand an die Tür geklopft? Hat doch jemand an die Tür geklopft, oder? Tubing, so. Okay. Jetzt passiert wieder was, wenn ich drauf lege.
Kann ich ein Autogramm haben? Uah! Du Arschspiel, du blödes Arschspiel. Ich will nicht mehr. Das ist erst die Demo. What? Slit your throat? What? Hey, Moment. Das stand doch eben da drauf, oder? Oh, ich hasse das Spiel. Zum Glück ist es nur die Demo. Ist bestimmt gleich zu Ende. Ist Early Exit. Okay, ich muss jetzt die Tante aufschneiden, ne? Oh, das wird lustig. Create an incision in the carotid artery and jugular vein. Als ob ich wüsste, wo das ist. Ich klick. Ah, f***, knew it. The shield is in it. That which will not bend must break. The broken will become my vessel. I am here. Those who do not know me will know me when they hear the knock. The shield is in it. That which will not bend must break. The broken will become my vessel. Do you know me? I know you. Jemand hat das Licht ausgeschaltet. Der Beat ist aber nicht schlecht, oder? You fucking dance, motherfucker. I did a lot of juice, a little, little thing, did you do? Bitch. Okay. Bitch, das passt. Ja, dann lassen wir. Lass mal die Tante mal in Ruhe weitermachen, oder? Komm mal die Tür zu. Ich habe nichts gesehen. So, was haben wir noch? Create a decision. Ja, die Tante ist nicht hier. Was machen wir? Sollen wir hier ein bisschen Wasser? Ich gehe nicht hin. Oh, guck mal, man kann alles. Man kann die Klima anmachen. Ich gehe da nicht hin. Hier, vielleicht kann ich mich hier verstecken. Ich gehe da nicht hin. Yo, yo. Ich bin hier da. Die Leiche will ich einbalsamieren, aber die geht weg. Yo. Die geht von Wand mit dem Kopf an die Wand. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Mir verlaufen die Gedanken im Sand. Das ist mein Herz, das pocht ganz wild. Weil ich habe Angst, dass die Tante mich killt. Ich würde sagen, die Tante ist hot. Aber Problem ist, die ist 80 und nicht mehr ganz flott. Mic drop. Wow. Okay, Leute, wir gehen jetzt hin und lassen uns töten, okay? Auf 3, 1, 2, Geronimo! F*** off, you f***ing Shit! Was ist das? Nicht so schlimm. Ich glaube. Kaya, ich liebe. Oh, Scheiße. Oh, ihr habt das geklippt. Danke, danke. Ja, nee, hier kommt. Vielen Dank. Ja, nee, ist nett von euch. Schön, dass ihr das geklippt habt. Hm. Clips gleich. Wir werden gleich. Das letzte Mal, dass ihr diesen Clip sehen werdet. Danach wird er gelöscht. Ich glaub... Blödes Kackding. Ich glaub... Aber wirklich in dem Moment, wo ich trinken wollte. Okay, das ist lustig. Oh Gott, hier kommen schon wieder Memes. Und das Mikro.
mit der Tasse. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Jumpscare mit Mikro und Tasse, oder? Das ist ein First. Ihr Säcke. Hat sie dich? Oha, da hinten ist sie lang gelaufen. Alter, ich hab sie gesehen. Kaya? Sie hat was gesagt. Ja, ja, ja. Kaya, komm mal her. Ich komme. Nein, sie macht irgendwas. Sie macht die Tür zu, machen ist die Tür zu. Warum ist die Tür zu? Nein, ich will nicht. Was ist mit dir? Wollt ihr beide gleich aussehen? Ihr könnt euer Aussehen noch ändern. Ich sah zuerst aus, der Jerome hat mich nachgemacht. Dann nehme ich halt jemand anderen, warte. Okay, bereit. Ich bin bereit. Der sieht auch aus wie du in Real Life. Ich habe da so ein Schuhsymbol, was heißt denn das? Oh, scheiße. Ich habe Jerome rausgeschmissen, sorry. Boah, ist das laut. Ja, hallo. Super. Wir hören uns. Ja, jetzt. Wir hören uns. Hallo. Ach so. Wir können erstmal unsere Taschenlampe anmachen. Ach, du kannst durch Bäume durchlaufen, Leute, schon mal hier. Kann man gar nicht. LOL! Voll! Wieso kann man denn durch Bäume? Hier ist eine tote Ziege. Hört sich an wie ein saftiges Gnu. Er huntet! Da oben hängen Messer an der Wand, wer will vor? Ich geh erstmal eine Runde bügeln. Oh, Kaya. Kaya? Ah, ja. So. Wie geht denn die Tür hier auf? Wir stecken Messer. Oh, geil. Kann ich einen nehmen? Nee, kann ich nicht. Jetzt höre ich was. Irgendwie ein Meerschweinchen. Ich höre was. Irgend so ein Viech ist hier. Ja, da ja. Drüben, warte mal. Was? Kaya, Kaya! Was denn? Wo? Da geradeaus ist ein Geist. Ja, wir haben doch die UV-Lampen. Wir haben gar nichts mehr. Was war jetzt? Hä? Was war jetzt? Oh Gott. Ich bin durch. Ist gerade einfach auf dich zugegangen, ja dann. Das war gruselig. Kaya, du bist halt auch so furchtlos da. Ja, ich hab doch eine UV, ich hab doch hier Licht. Hier ist eine Ziege! Ich hab eine Ziege! Shut up! Wie nehm ich die? Mit E! Wie? Hier ist übrigens eine Rose auch noch. Bist du denn oben? Seid ihr oben? Wo ist denn, wie nehm ich denn die Ziege auf? Was ist denn, Lara? Entschuldigung, was ist denn los? Die Ziege läuft uns davon! Wie nehm ich die denn auf? Ihr solltet nicht nach oben gehen vielleicht. Wie nehm ich die verdammte Ziege auf? Weil, das habt ihr vielleicht gerade gehört. Was ist mit dir? Wie du dir einfach anguckst. Was ist los? Hast du nichts oder was? Ich mach voll blaues Licht da drauf, volle Kanne. Ist das verbuggt? Oh mein Gott. Ich komm drauf. Ich schieb mich hier drauf. Sieht komisch aus von hier unten. Ich schieb mich hier. Soll ich das alles wieder an? Burn you! Was? Die hat irgendwas gesagt. Kaya? Habt ihr das gehört? Ist das die Frau, die tot ist? Die Kaya, komm mal runter, vielleicht. Vielleicht will sie runtergehen und du blockierst sie oder so. Ja, aber dann können wir ja... Oder? Ich kann sie hier aufhalten und ihr macht einfach unten weiter. Nein. Oh. Was passiert jetzt? Ich glaube, sie hat die Faxen dicht gehabt. Ich habe hier unter den Rock geguckt. Boah, es sieht aus wie ein Puff hier. Hier ist eine Rose. Hier ist eine Rose. Ernie weint und niemals trauert. Rezo hat mir... Oh, warte, Rezo. Sekunde. Devour spielen wir gerade, oder Devour, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hast du das Spiel? Willst du das runterladen? Ich habe jetzt einfach mal auf Spielstarten geklickt. Ja. Boah, Alter, ich bin so gespannt auf dieses Game. Was ist denn dieser komische Zara. Schuh über Rezos Kopf? Hör auf, Schuh. Kaya. Schuh? Sehr gut. Was für ein Schuh? Ich habe keinen Schuh. Sehr gut. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Das war die erste Challenge. Krass, ne? Ja, wir Leertaste. Ey, warum haben die Ziegen hier rote Augen? Das sind Dämonenziegen. Das sind Dämonenziegen? Ja. Warum sind hier denn Dämonenziegen? Das ist doch schon ein scheiß Start. Ich habe jetzt richtig Bock auf so ein Horror-Game, Alter. Was war das? Weiß ich nicht. Ich glaube, warst du das? Nein, was denn? Alter, du komm hast mal hier, guck mal. Gemacht. Wer hat den Schlüssel? Nein, zum Keller. Oder was? Habt ihr es nicht gehört? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt versuch's mal. Jetzt die Kellertür. Schnell. Ich hab's wieder gehört. Die Ziegen. Schnell, zu Hause. Scheiße. Ach, wie fängt man die denn? Mit Stroh. Na, mit Heu. Warte mal. Da sind Messer in der Wand, Lara. Ich will da nicht weitergehen. Jetzt geh mal um die Ecke. Hier ist ein kleiner Rückstau auf der Treppe. Geh mal. Und jetzt geradeaus durch. Warte. Ja. Na, weiter. Ja.
Ey, jetzt Leute, links. Und jetzt? Es tut da mir so geradeaus leid. Durch. Da, warte, ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Geh mal geradeaus, geh mal weiter. Komm, ich komm mit dir ein bisschen. Geh weiter. Wir kommen, wir sind bei dir. Ey, nein, 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 ich will da nicht hin. Komm schon, die macht nichts. Geh wieder einfach. Geh, geh da hin. Ja, geh einfach drauf zu. Ich seh nichts mehr. Die ist weg. Ich verstehe das Spiel nicht, worum geht's. Also ich erkläre euch. Komm, Alter. Komm mal mit, Kai. Lara. What the Alter, oh, dein meine Frau sie, macht exakt dasselbe. Die steht sie? Einfach neben mir. Oh, da ist sie. Da ist sie. Die ist hier beim Büro. Die ist beim Büro. Also ein bisschen weiter. Okay. Hier ist eine Ziege. Ja. Hier ist eine Ziege. Oh, da hebt auf. Hier, komm, komm, komm. Friss, friss, friss. Und wie nimmt man sie dann auf? So. Mit E. Ah, ich hab's. Ja, mit E. Oh Gott, warte, bleib mal stehen. So. Lara. Sieht voll lustig aus. Ja. Kannst du mich ganz kurz mit der Ziege ey, allein lassen? Anfangs zu rennen, ne? Ey, ist nicht euer Ernst. Okay. Ganz kurz, ich was bin gleich wieder da. Grüß dich. Oh, ey, Vanessa. Zurück. Alter, Vanessa. Ah, sie steht direkt neben mir. What? Wo bist du? Alter, ich bin aus einer Tür rausgegangen, dreh mich nach rechts und sie steht einfach neben mir. Ey, ich hab den. Komm, komm zum Auf. Ja. Sie hat was gesagt. Ja, ja, ja. Kaya, komm mal her. Sie schreit auf mich. Nein, 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 sie macht irgendwas. Sie macht die Tür zu, machen, ist die Tür zu. Warum ist die Tür zu? Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Sie hat Rezo ordentlich durchgebimst. Aber hier liegt irgendwas. Fick doch nicht mit meinem Leben. Guck doch mal. Die ist fertig mit dir. Dann geht die einfach doch ohne. Nicht so mit meinem Herzen. Okay. So, ich gehe jetzt raus und verbrenne die Ziege, oder? Ja, ich gehe jetzt auch raus. Aber dann kommen die Dämonen, das wisst ihr. Ja. Okay. Noch mehr? Lass uns zusammen raus. Können wir. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Was? Die Dämonen? Ja. War das gerade Plural? Schmeiß rein. Hier, die Ziege ist drin. Und jetzt? Wie machst du das? Oha. No. Yes. Okay, ich schmeiß gleich die nächste rein. Boah, wenn Peter das mitkriegt, Achtung, ey. Dämonen, Dämonen. Anzeige ist raus. Sag mal. Oder wer ist das? Jetzt schmeiß rein, ich hab Benzin. Ich glaube, ja. Hier kommt irgendwas. Boah, yeah. Wir haben schon zwei. Oh, ich glaube, die wird richtig sauer gleich. Ich hör die schon. Leute. Alter. Ussi. Wo sind denn die? Ist das die Lady? Wieder zurück, oder ist das wieder Dämonen? Zurück zum... Ja, jetzt weiter ziegen, also immer die, so weitermachen. Ja, ist auf dem Weg, die ist. Hey, lass ihn nicht allein. Raus? Woher wisst ihr denn, dass die jagt? Nehmt noch so Heu schreit, mit, dann Leute, dann nehmt Heu mit. Wir müssen Heu holen. Wenn die sowas macht. Hier. Wo ist denn Heu? Oh Gott, Kai! Was war das für ein Sound? Ist unser Soundboard, Rezo, sorry, wollen dich nicht trollen. Nur ein bisschen. Doch gar nicht. Boah, ey, das ist nicht normal, dieses Spiel. Nein, 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 sie kommt hier. Nein, sie läuft hinter mir her. Kannst du mir sagen, wo es sie ist? Erdgeschoss, erster Stock, zweiter? Sie hat mich Was ist denn hier los? Boah, das hat mich jetzt so erschrocken. Oh, die rennt hier hin und her. Oh, shit, shit, shit. Die rennt. Nein, nein, ich denke, nein. Ich denke, die schleicht. Wieso? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier sind zwei, ja, hier sind zwei Dämonen. Dann lauf doch nicht weg! Du musst drücken, du musst drücken! Ihr wisst, dass wir sie aufhalten können mit UV-Licht, ne? Ja, aber nur kurz. Ja, aber ich frage mich halt, wenn zwei Leute gleichzeitig drauf scheinen, was macht das dann? Oh mein Gott! Oh, wo ist sie? Ich bleib auch immer hängen. Wo seid ihr? Ich sehe nichts. Das ist so aussehen, dass du die nicht orten kannst. Hat sie dich? Oh, oha, da hinten ist sie lang gelaufen. Alter, ich hab sie gesehen. Du kannst da durch... kommt was auf mich zu. Durch Bäume kannst du laufen, aber. Fuck, Alter! Fuck! Mein scheiß kleines Herz, ich kann das nicht! Alter! Ich lauf weg, ich dreh mich nicht mal mehr um. Ich lauf einfach weg und ich merke, da kommt irgendein Sound immer mehr und immer mehr scheiße, und immer lauter. Mann. Und ich denk, Alter, das kann die nicht sein, das kann die noch nicht sein. Ich bin doch so weit schon weg von der. Ah! Was ist das? Hilfe! Was geht denn hier ab? Scheiße. Ich bin draußen. Der hier ist eine Ziege. Aber meine Ziege. Ich habe eine Ziege. Ja, die habe ich fallen lassen. Die habe ich fallen lassen. Wieso? Hä? Komm her. Oh, das Gewitter jetzt auch noch. Ich habe schlimm. Ich habe die Ziege. Ich habe die. Habt ihr sie? Ich habe sie. Okay, sehr gut. Aber es ist nicht die, die du fallen gelassen hast. Alter. Hast du die nicht fallen gelassen? Ja, die schreit wieder so. Nee, du bist auf einem anderen Level als ich. Ich habe eine Ziege.
Ach Gott, sie hat mich. Okay. Danke dir. Oh Gott, entschuldige. Und wieder zurück. Ja, weil hier so viele Dämonen sind, sagst du? Alter, die Kuh ist so schnell, ey. Ich hatte überhaupt... What the fuck? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, wo ich hinrenne. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Nein! Die kommt einfach so einfach so aus der Ecke gesneakt! Hast du die Ziege? Hast du die Ziege? Ja, hab ich. Ich schläg die direkt raus in die Schüssel. Ich verbrenne die aber noch nicht. Die Scheiße, ist direkt, noch, ne? Die ist direkt... Warte, ich helf dir. Wieso geht das nicht? Hast du die Ziege? Ich hab die Ziege in die Schüssel gebracht. Okay. Pass auf, renn weg. Renn weg, die Tante ist draußen. Mach die Tür zu. Komm rein, Kaya, Kaya, komm rein, komm rein. Ja, okay. Ich nehme mich nicht mal um. Okay. Ich bin drin, jetzt du kannst die Tür zumachen. Aber bringt das was? Ja, eigentlich ja. Ich bin. Wo ist sie denn? Ihr müsst sagen, wo sie ist. Scheiße, die ist da. Nein. Ich verstecke mich jetzt im Bett mit einer Ziege. Ich finde keinen Verbandskasten, Leute. Ich bin jetzt ganz unten. Ich bin noch ganz unten gekrabbelt, Leute. Hier liegen Verbandskasten. Ah, danke fürs Heilen, danke. So, jetzt haben wir. So, heilen. Ah! Hier ist Heu. Ich laufe jetzt zum Steinkreis, zum Dingskreis. Da ist eine Ziege schon drin in der Schüssel und Benzin liegt daneben. Hier sind wir in Sicherheit. Ich hab voll Schiss, ich geh nicht mal raus aus diesem Scheißzimmer hier. Sind wir hier in Sicherheit? Ja. Sind wir hier in Sicherheit? Wir sind hier nicht in Sicherheit. Ich dachte... Wir sind nicht in Sicherheit. Ich komme zu dir. Ich bin auch RIP. Wir sind alle RIP. Kaya, du bist der Einzige, der lebt. Nee, Jerome ist jetzt da. Ohne Scheiß. Da kommt noch ein Dämon. Irgendwo. Achtung. Oh. Ich sterbe vom Dämon. Warte, ich helfe dir. Du musst in den Raum drauf leuchten. Geht nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich nicht, wenn er mich angreift. Hey, ich hab euch doch beide gerade. Ey, so viele Verbandskästen haben wir gar nicht mehr. Wirf rein in der Hand. Wo ist denn der Verband? Sie kommt. Die läuft dauerhaft. Sie ist oben. Dauerhaft am Rennen jetzt. Ich suche einen Verbandskasten, wie blöd. Hast du nicht einen in der Hand? Nee, habe ich jetzt gerade alle verbraucht. Wir haben nur eine Ziege, dann hätten wir es geschafft. Sie ist gerade durch die Lobby gerannt. Sie läuft raus, nee, sie läuft wieder rein. Ich sag so lustig aus, verdammt, Mann. Verbandskästen, Leute. Du hast einen, Kaya. Oh, scheiße, ich hab einen! Oh, Kaya! Sie läuft draußen rum, warte! Ich hab einen in der Hand, ich Trottel. Ich hab dir doch gesagt, du hast einen! Tut mir leid! Kaya, los! Voll! Ich komme! Hier ist ein Dämon. Wir haben einfach oh, shit. Kaya ist eigentlich wieder lebend. Sorry, ich bin auch hinüber. Na, komm! Geh doch da rein! Ihr habt irgendwas vorgeschlagen, irgend so ein Horror-Ding, ich hab vergessen, wie es hieß. Dead at Night. Komm, wir gucken uns mal ganz kurz den Trailer an. Ich will erstmal wissen, worum es hier geht. Was soll das? What the f***? Ich will das nicht. Doch, du willst es. Du Scheiß will ich. Oh Gott. Watch Tutorial. Halt! Leute, wir müssen erstmal. Das war kein Tutorial, das war ein Studium. Dann verlasse das Hotel, oder? Finde heraus, warum Jimmy ein Arsch ist. Gleich extrem, oder? Erster Jumpscare ist einfach die Tante. Natürlich kein Empfang. Hallo? Maya, ich komme. Na doch. Show them who's boss. That's the way to do it. In deiner aufgeklebten Perücke. Ich weiß nicht, ob ich den ernst nehmen kann. Vielleicht lache ich, wenn er kommt.
Bis jetzt ist das Spiel, spiele ich das ganz gut, oder? Findest du nicht? Ich hab's drauf. Guck mal hier, ich habe Lichtschalter gefunden sofort. Du machst das super. Ja, danke. Guck mal, ich hab hier, ich kann mit dem Fahrstuhl runterfahren. Oh, ich glaube, ich bin gefragt. Erstmal speichern, oder? Ach so, funktioniert das Ganze hier. Alright. Was ist eigentlich hier drinne? Na, komm. Geh doch da rein. Jetzt verstehe ich. Nee, ich will nicht das... Ich will nicht... Aufzug! Wo gehen wir hin? Gehen wir den ersten Stock. Mann, rennt die schnell. Hallo. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Oh, kann ich? Ja. Nein! Hol! Nee. Benutze den Spiegel, um Hinweise darüber zu holen, wo du hingegangen bist, welche Objekte du. Mhm. Ja, super Spiegel. Nein! Ich will nicht! Hey! Guten Tag. Ich bin hier im Luntergeschoss, um Ihnen das Zimmer sauber zu machen. Aha. Verlass hier den Raum, mein Schatz. Jimmy ist an Asch gelöschelt. War hier noch ein Haus, ja. Mhm. Wie bitte? Was ist das für ein Spiel? Das ist Zimmermädchen-Simulator. Du musst quasi alle Zimmer in einer gewissen Zeit reinigen. Bis jetzt ist es ein Türaufmach-Simulator, ne? Also von Scary irgendwie keine Spur. Wo ist eigentlich Jimmy, der Schmuck? Oh, erstmal Toiletten checken. So, ich glaube, ich habe hier alles durchgefilzt, ne? Ich glaube, ich muss ein LG, das bringt nichts. Ich weiß nicht, warum ich in LG gegangen bin. Also gut, gehen wir in den, würde ich sagen, in den zweiten Stock, ne? Wir waren im ersten Stock. Ah! Du blöde Kuh! Du Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Soll ich jetzt wieder runterfahren oder was? Sucht diese blöde Nuss die ganze Zeit und dann zum Schluss sagt ich. Wie lange spielst du noch bis zum ersten Jumpscare? Geh los. Was soll denn diese blöde Musik? Oder dieses Geklimper? Feels good to be a gangster. Hä? Ins Zimmer rein, Leute. Ist der weg? Kann ich schon. Kann ich mich selber einschließen?
I'm here. Jetzt gehst du mal ganz schnell in den Schrank. Ganz schnell gehst du in den Schrank. Er kommt nicht. Die Pussy. Jetzt da raus. Er ist nicht da. Der ist noch hier, Leute. Der ist noch hier. Ich höre die Schritte. Immer wenn ich Angst habe. Boah, geht's noch lauter? Hier ist er nicht. Hallihallo! Ich begrüße euch! Was ist denn da? Warum ist das jetzt hier? Aha, ich kann das Menü nicht öffnen. Das heißt, ich bin noch nicht in Sicherheit. Ja! Vielleicht lache ich, wenn er kommt. Ja! Ich glaube, ich bin für heute durch. Ich bin wirklich durch. Er ist direkt hinter mir! Was wollen wir? Wollen wir auf... Habe ich jetzt Arabisch gedrückt? Oh Scheiße, ich bin Leute. Erschmeckerst du Erschmeckerst? Okay, ich nehme Erschmeckerst. Jetzt habe ich dir ein. Also ich sehe eine Pistole, ich sehe zwei Munition und ich sehe... Das ist eine super Grafik, Leute. Schaut euch das mal an. Also der Typ spielt russisch Roulette in einer vollen Kammer. Oh, die Frau. Oh, scheiße, dieser Berlin-Husten von gestern. Hätte er nicht mitmarschieren sollen. Das sind zwei Frauen. Peng! Das sind drei? Und jetzt dich selbst. Tschüss. Und zuerst sich selber umbringen und dann die anderen. Ich habe Stromrechnung schon mal nicht bezahlt. Ja, ist ja gut, ich gehe ran. 200 Bulls habe ich! Scheiße! Ich habe ihn weg! Ja, super, das hat sich jetzt gelohnt. Der geht! Das gibt's doch gar nicht, der geht! Oh!
Hallo. Bruh. Da will jemand durch die Tür. Dann komm doch rein. Guten Tag. Seht ihr, ich habe kein Spiegelbild. Ich glaube, ich bin ein... Oh. Was war das? Du hältst deinen Schnauzer. So, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hör mal. Oh, hier sind wieder die Altpapierbündeli. Aber so holen wir das nicht ab, oder, Herr Janer? Nein, sag mal, wer macht denn immer das Licht aus? Das ist doch kindisch. Mach's halt wieder an. Das Ding geht gleich aus. Ja, geh doch aus. Okay, Leute. Jumpscare incoming in 3, 2, 1. Da hinten ging das Licht an. Ui. Habt ihr das draußen gesehen? Schaut mal durchs Fenster. Hello. Das Feuerzeug hat mich gerade ein bisschen erschreckt. It's me. Oder war das Licht die ganze Zeit an? Ach, ist egal. Guck mal, ich suche schon nach Jumpscares. Hey, yo, what the fuck? Entschuldigung. Haben Sie vielleicht einen Stock für mich? Das wäre sehr nett von Ihnen. Hallo. Mein Name ist... Bleiben Sie doch mal stehen. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was ich... Das ist die Stange? So ein Geist musste mir helfen. Mann, ey, leck mich am Arsch. Ich muss diesem Vollidioten helfen, der Gamer ist so lost. Komm, ich mach das alles selber. Soll ich Subs vorlesen? Ran an die Mutti. Hallo? Das war's? Oh, hübsch. Das ist ein alter Schaukelstuhl. Ja, das habe ich auch gesehen. Wer hat da geschossen? Hallo. Soll ich da runter? Da brechen wir doch das Genick, oder? Dann müssen wir wohl da runter, Leute. Auf drei. Was? Ah, hier ist die zweite Pantoffel. Oh. Ich habe mich nicht erschrocken. Ups. Jetzt ist alles weg. Die Pantoffeln sind weg. Ist alles weg. Ey, ich kapiere das Spiel nicht. Steht da jemand? Es ist ein bisschen dunkel. Funktioniert nicht. Dann mache ich mal ganz... Oh shit, ich bin wahnsinnig geworden. Oh, ich hätte die Pillen nehmen sollen. Ich habe jetzt genug Pillen genommen. Entschuldigen. Mein Name ist... Huch. Entschuldigen Sie, der Herr, ich... Können Sie einfach da durchlaufen? Hallo. Ah, wo ist die Hütchen? Hallo, hier ist wieder Salvatore. Links oder rechts? Guten Tag. Ich glaube, die Kugel ist links. Sie haben... Ja, das ist sehr gut, die Kugel. Leben Sie in diesem Spiel, oder? Sie müssen nicht böse sein. Ich sag Ihnen, wo die Kugel ist. Sie ist links. Hör mal auf jetzt mit der Scheiße hier. Versuche mich zu konzentrieren. So, Leute. Wen hauen wir kaputt? Oh, dir hau ich den Kopf ein. Komm her. In die Fresse. Ja, ist ja gut, Mann. Das gibt's doch ohne Kacke! Ich glaube, Sie haben Schüttelfrost. Haben Sie Schüttelfrost? Blöde Nuss. Verzogene Göre. Komm, dann gehen wir. Blöde Kuh. Soll ich hier durch? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Your undoing is now inevitable. Machst du einen Knall? Was machen wir hier?
Boah, jetzt kommt die schon wieder und spricht mich an. Schau dir auf die Fresse! Ey, was ist mit dir passiert? Hallo, guten Tag. Ich wollte Sie mal fragen, ob Sie... Ich bin immer noch am Leben. Brauche ein dritten Messer. Hallo, Entschuldigung. Ich bin Dr. Sabrabatan. Ich muss Ihren Blutdruck messen, Ihren Puls. Und Ihr Messer muss ich messen, die blöde Kuh. Was einer, wo wir hin müssen? Wie geil ist das denn? Das ist ja funny. Lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey. Ist ja lustig. Ich mag die. Die auch sagt, finde mein Kind wieder. Ich muss auch auf die Kante. Also, die geht mir auf den Sack. Boah, das Spiel. Ich sag euch, das Spiel. Ich steh doch da oben wieder an der Treppe. Guck. Alright. Geht's wieder an? Hä? Geh doch mal. Guck mal, was man hier machen muss. Ich kann die Kerze nicht mehr nehmen. Ist so dämlich, das Spiel. Ist so dämlich. Kerze ist weg. Sorry, aber die Programmierer gehören eingesperrt in so eine Tür. Seid ihr ready? Ich nicht. Das funktioniert schon mal, das Menü. Das funktioniert alles. Mach mal Standard. Ich bin zu leicht nicht. Dann sagt ihr, hey, du bist so eine Pussy. Hier, das ist normal, da kann man niemanden kritisieren. Und hier kann es sein, dass ich das Spiel unter 2 Stunden zurückgebe. Und ich weiß nicht, wer einen Schatten hat. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Was? Erinnern? Schon wieder was verpasst? Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Weil ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Okay, sorry. Das ist nicht aufgewacht. Das heißt, es schläft ziemlich fett. Fest! Ist der kalt? Soll ich dich an die Heizung? Okay. Was sind wir eigentlich hier? Vatersimulator oder sowas? Erstmal raus, mal gucken, was da draußen... Hey, nicht so laut! Ich wollte nur sicher gehen. Genau das hatte ich vor, Leute. Ich wollte sicher gehen, dass uns niemand klaut. Haltet euch fest, Jumpscare inkommen. Ich weiß... Ich hab mich wirklich gerade erschrocken. Leon. Oh, die Kleine hat Blähungen, das geht ja gar nicht. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalwe geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalwe, Louisiana im Jahre 2017 wurde sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Ich gebe derzeit jedoch keine Hinweise zu. Mir und ich haben uns mal wieder gestritten, ne? Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt, die ist voll wütend geworden. Da wären wir, Süße. Voll süß gemacht, oder? Keine Sorge. Hat auch schon 10. Ich bin ganz in der Nähe.
Hättet ihr nicht gedacht, dass ich das bis hierhin schaffe, oder? Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Den Bruder von Rose. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! FBI, open it! Mia! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Den kennen wir doch, den Chris. Wer kümmert sich ums Baby? Hä? Wer stillt's jetzt? Du, Chris? Klar! Los, Bewegung! Was macht ihr mit meiner Tochter? Böser Junge, du. Schaff den hier raus. Mann, jetzt wird Rose ohne Mutter aufwachen. Aufwachsen. Wegen dir, Chris, du Sack. Aus dir mache ich ein Redfield. Okay, was ist jetzt passiert? So. Okay, wie geh ich in die Hocke? Ah, aua! Aus der Hocke aufstehen. Das ist ein Hinweis für Paul Panzer. Ah, eine Hütte. Mach die Tür auf. Komm ich denn da rein? Ich wollte gerade ein Foto machen, ne? What? Wer war das? Bedrohlich Musik. Ich glaube, ich verstecke mich im Schrank, oder? Oh, bündelig! Ja, die Schweiz ist auch im Spielebusiness angekommen. Ist unglaublich, oder? So verpackt man Kartonage. Oh, natürlich geht's nach unten. Natürlich geht's nach unten. Ich will nicht. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ups. Oh, Alter. Mann, dieser Fuchs. Ja. Was ist? Was hat hier geknackt? Oh, hier Blut. Blut! Nicht aufmachen! Das war's. Okay. Ziemlich wenig Jumpscares gerade, oder? What the fuck is this? Immer wenn ich meine Fresse aufmache. Was soll denn das? Hallo? Gesundheitsamt. Okay, es war ein Scherz, bin ich das... Wie ließe sich das eigentlich leicht knacken, ne? Also, ich muss... Was? Was war das? Da, jetzt gehen wir kacken eine Runde. Nein. Ist schon besetzt. Oh, das ist bescheuert. Ich bin hier gerade am Kacken. Jetzt geht's auf. Jetzt gehen wir eine Runde hier. Ah! Oh, das hat gut getan. Und wie trete ich drauf? Ich kann nichts machen, sieht zerbrechlich aus. Super. Ha! Jetzt! Ich mach Schmesse! Zum Messern. Okay, wir haben ein Messer. Und Erste-Hilfe-Arznei. Wir könnten eine Apotheke aufmachen. Da ist noch ein Vorhang, oder? Kann man dahinter gucken? Was ist hier los? Hallo? Erstmal umbringen, ja? Vielleicht fällt ja einer. Okay. Achtung, Jumpscare! Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Durchfall. Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, ja, wozu Waffe denn? Ist ein bisschen übertrieben. Gib mir deine, gib mir deine! Opa, gib mir deine! Scheiße, ich geh auch da rein. Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie!
los. Ich hab doch gesagt, gib mir deine Waffe! So. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Wir machen das hier gründlich. Ha! Hm? Laterales Denken nennt man das. Wenn man nicht das macht, was das Spiel will, was man macht, dass man macht, was das Spiel andere... Hm? So, dann kann ich mir was mixen, ne? Warte mal kurz. Mixen Sie sich ein. So. Gut gemixt. Ein professioneller Mixer. Ich hab doch was da gesehen, ne? Ich spiele das Spiel ausgesprochen gut. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Dass ich sowas kann. Wer hat die Tür zugemacht? Ich habe sie nicht zugemacht. Scheiße. Ich habe nur 3 Kugeln und irgendwas. Ich gehe nicht die Leiter hoch, oder? Bleib schön hier am Fenster, frische Luft schnappen. Ich glaube, ich muss auf das Messer switchen. Eingänge können mit Schränken blockiert werden. Ja, dann mache ich das. Hier, rutscht da. Ich würde gerne... Fucking Monster ist oben und ich weiß nicht, wie ich den Eingang blockieren soll. Oder meinen die diesen Eingang hier? Aha, jetzt verstehe ich. Das ist... Hey. Ja, komm. So, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich kommt das Monster von da. Also, jetzt kommen wir gehen hoch. Ich hab ein Messer! Nee. Doch, ich hätte. Ich dachte. Nee. Okay, dann nicht. Gleich runter. Sie sind überall. Ja, komm. Ja, dann komm doch. Sau, du. Scheiße, ich hab keine Ahnung, wo die sind. Interessant. Ah, ich wusste gar nicht, dass man eine Karte hat. Guck mal hier, Leute. Was macht denn der? Ich... Hallo? Der kann doch jetzt nicht in eine Karte gucken. Ich beiß ihm gerade seine Augen raus. Ja, Moment. Wir sind aber im Ostteil der ganzen Geschichte. Und ich würde ganz gerne in den Westteil gehen. Wissen Sie, wo es da lang geht? Ja, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein. So spielt man das Spiel nicht. Ja, aber ich wollte mir erstmal die Karte anschauen, bevor wir weiterkämpfen. Wussten Sie, dass es hier unterirdische Gänge gibt? Nein, wusste ich nicht. Jetzt legen Sie die fucking Karte weg. Hier gibt's einen Gebäudeplan. Echt cool. Ich kotze. Sind Sie aber bald fertig jetzt? Schauen Sie, und hier kann man die aktuelle Position sehen. Ich lese Ihnen was vor. Bitte nicht. Ist geil, ich bin voll im Tagebuch drin. Ich... Okay, 3, 2, 1. Sehr gut. Yo! Einer reicht, okay? Einer nach dem anderen. Ihr Pisser. Was hat denn der da auf dem Rücken? Was? Was ist denn da? Halt! Das ist unfair, ne? Bitte nur einen. Ich versuch's mal mit Messern, Leute. Vielleicht... Oh. Kommt doch alle hier hinters Fass. Das wäre echt nett von euch. Komm. Komm. Alle zwei bitte. Hier ist ein Fass. Es ist ja nicht zu fassen, was hier passiert gleich.
Komm nochmal, komm nochmal. Könnt ihr zusammen? Könnt ihr zusammen? Es nimmt kein Ende. Scheiße. Scheiße. Besuchen Sie unser schönes Schweizer Dorf in den Bergen. Wir haben unglaublich viele super Häusle. Wir haben Pfeile, die können Sie verschießen. Wir haben bärtige Männer, die springen über Häuser drüber. Unglaublich. Super, wir sind quasi Corona-frei. Okay, er ist hier. Okay, ich renne raus und versuche den Schlüssel. Okay, Leute, jetzt! Und jetzt schnell den Schlüssel! So, du Arsch! Du Drecksack! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Was machen wir jetzt? Der Kompass zeigt in dieses Zimmer. It's magic. Das Spiel ist so heftig, oder? Nee, der kommt nicht. Kaya? Jimmy? Hey! Ah! 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 Ist er raus? Okay, er ist im Badezimmer. Ja! Nein! Jetzt hat er wieder mein Kackgerät genommen, ne? Wer klopft denn hier wie so ein Idiot? Boah, dieses Geklopfe geht mir auf den Sack, das glaubt er nicht. Das Spiel ist asozial. Es ist einfach nur ein asoziales Spiel. Okay, ich versuch's nochmal. I'm here! Jimmy ist in der Nähe. Genau, jetzt ist ein... Nein! Okay, wir müssen ganz schnell durch, oder? Scheiße, wo hab ich den Schlüssel? Ich hab vergessen, wie das geht. Jimmy bewegt sich schnell, Leute, ich weiß es nicht. Boah, war der da? Ey, ich glaube, Jimmy ist nicht in der Nähe, ne? Okay, er ist doch in der Nähe. Scheiße, Leute. Scheiße, der kommt. Speichern. Ich wollte gerade speichern. Es wird gesagt, no, breathe. Egal
egal wann. Boah, ist das spooky. Weiß einer, wo das Treppenhaus ist? Geh doch nach oben! Jetzt muss ich nach unten, oder? Dingsbums, wo du... Jimmy? No risk, no fun. Wieso kommt er nicht? Nicht zurück, ich muss mir die Szene anschauen. I'm here! So, jetzt! Komm! Geht schon wieder vorbei. Aber ich werde frecher mit der Zeit, oder? Sie kommt denn nicht? Hey, das kann nicht sein! Er ist doch direkt an der Tür vorbei! This way. Er ist im Badezimmer. Geh schnell raus! Links oder rechts? Ich weiß es nicht! Ich trau mich nicht raus. Okay, er ist raus. Er ist nicht im Badezimmer, weil hier die drei Striche weiß sind. Das habe ich rausgefunden. Wenn die rot sind, ist er im Badezimmer, der Schmuck. Aha. Ja, jetzt kommt... Warum kommt kein Geister-Event? Warum kommt er nicht? Hier hat's geflackert. Hier war ich schon drin. Du Drecks... Oh, ich habe mir die Hand weh. Ich habe mir die Hand angeschlagen. Nein, er ist im Gang. Is someone there? I can hear you. Komm, wir ziehen es jetzt durch, auch wenn wir von ihm eins auf die Fresse kriegen. Geht jetzt nicht anders. Yes! 100 Pro kriege ich auf die Fresse von Jimmy. Der steht doch neben mir. Er steht doch neben mir und sagt, so, jetzt leg mal das Ding weg, du kriegst auf die Fresse, du. Ah, okay. Jumpscare incoming, oder? 3, 2, 1. Er bewegt sich schnell. Dieses Spiel ist schlimmer als Outlast und Layers of Fear und alles zusammen. Jetzt steht er direkt davor und haut mir eine. Die Streifen sind weiß. Er bewegt sich schnell. Mann! Geh doch da rein! Du Arsch! Du blödes Spiel mit deinen blöden, verdammten Mauszeigern. Das war nicht gut. Es ist rot. Oh Gott, ich glaube, der ist im Raum mit mir, oder? Achtung! Hä? Scheiße, der campt jetzt vorm Lager, Leute. Nee, der ist direkt vorm Lager. Ich mach das nicht. Nee, ich mach das nicht. Nee, ich weiß nicht. Komm, ich ruf ihn.
Ja, gut, dann lass ich mich halt niederknien. Niederknien? Was? Ich knie nieder. Achtung! Und? Achtung! Ja! Oh shit, Leute. Ich hatte gerade einen kleinen Jumpscare, als sie da reinkam, dachte ich. Aber es war ja ich. Ist es noch nicht zu Ende? Das Spiel speichert hier zum letzten Mal? Okay. And what am I supposed to do? Du musst nur deine Freunde retten. Sollte Jimmy dich fangen, heißt es Game Over. Ha! Ha! Woher soll ich denn wissen, wo meine Freunde sind? Schaut. Das ist eine kleine Bude. Das geht schnell. What the fuck? Nein! What the fuck? Ha! Ah! Ah! Nee. Komm, wir gehen zu Donna rüber. Wie komme ich denn überhaupt zu Donna? Wo ist denn die Tante? Keine Ahnung, wie man zu der kommt. Hier auch nicht, ne? Ist hier Benedetto? Ach, hier ist noch was. Hinter diesem... Ich hab... Okay, es wird ein bisschen spooky. Oh! Ha! Okay, das Ding kracht ein. Achtung! Gleich macht's... Ich guck nach unten und... Nein, nichts. Ich hätte das jetzt eingebaut, wenn ich Programmierer gewesen wäre. Was? Ich kann nicht auf sie feuern, das heißt, she's friendly. Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Ich habe Rose gefunden, das Spiel ist zu Ende. Was geht hier vor? Und wo ist meine Waffe? What's happening? Hast du eine Waffe für mich? Ich will nicht allein sein. Ich bin auch da, du Vogel. Ich komme direkt zum Schatz, Leute. Ich freue mich. So, jetzt wird geplündert. Hallöchen, Popöchen. Abia Venetuto. Aber Venetuto. Freed from the binds of flesh, she now walks the valley of death. Ja, okay, aber wo ist mein Loot? Hallo? Ach, das ist doch... Mich dahin baiten und mich dann nicht belohnen. Ich jetzt? Ich kann nicht loot! Lara Loft hat die Puppe gesprochen. Wieso haben sie mich nicht gefragt? Ich hätte die Puppe auch sprechen können. Ich hätte hier den Shopverkäufer hätte ich sprechen können. Naja, wenigstens geht's aufwärts. Und nicht abwärts. Ich habe zuerst gedacht, es geht abwärts, aber so ist gut. Ich warne euch, wenn jetzt einer... okay. Was? Da stand ihm. Ey, da, oh, das, die Szene hätte mich an, na? Sherlock Holmes. Was muss ich denn machen? Wo ist hier der Eingang? Was hier? Also, auf jeden Fall, Leute, die Good News sind, das Ding ist kein Schloss. Es ist nicht das Schloss von Lady Petrescu. Schaut. Das ist eine kleine Bude. Ich denk mal, guck mal hier. Ich denk mal, das geht schnell. Das geht schnell. Die Musik wird bedrohlich. Ich mag das nicht. Kann man das nicht mit fröhlicher Musik spielen? Ey, das ist sehr spooky gerade, weil... Okay, im Foyer müssen wir... Bei den Monstern wusstest du wenigstens, dass es Monster sind und die kannst du abknallen, aber was ist... Du weißt nicht, wo die Bedrohung ist, die nächste. Das nervt ein bisschen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, gleich kommt ein fucking Jumpscare. Aber ich mach das hier erstmal kaputt. Aber hübsche Frau. Also nicht links, sondern hier rechts. Süße Katze übrigens, ne? Ein Bindel ist super, ja. Das holen wir nächsten Dienstag ab. Bitte legen Sie es vor die Haustür. Also wieso passiert hier nichts in diesem Haus? Ich werd bescheuert. Macht mich wahnsinnig. Das kann doch nicht sein. Leeres Haus.
Es wird immer bedrohlicher, finde ich. Ich finde das spookier als die Village, ohne Scheiß. Bei dem Village hast du wenigstens... Und dann wusstest du, ein Monster ist um die Ecke, aber nein, hier ist... Irgendwas... Ich verstecke mich im Schrank. Das ist mir zu viel Scheißaufzug. Was? Blöde Tür. Mann, ich werd bescheuert. Habt ihr euch auch erschrocken, so wie ich? Ja, wenn das Game das nicht macht, dann mache ich das. Ha! Das kann doch nicht sein, oder? Das Spiel verarscht mich. Das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle, die Tür geht zu, ich komme nicht mehr raus. Stimmt's? Doch, ich komme noch raus. Ja gut, dann ist es keine Falle. Ein Auge, drei offene Augen, ein Auge, drei fucking what? I don't have a clue. Ich nehme das Ding nicht, es ist eine Falle. Ich weiß genau, dass es eine Falle ist. Ich nehme das Ding und dann purzeln diese Dinge auf meinen Kopf und ich sterbe. Hey Leute, das ist Mortuary Assistant Demo, ich bin euch bescheuert. Stirb, du Sau! Da ist eine Leiche, jetzt weiß ich, was passiert. Pass auf, ich nehme diese Kerze hier und dann steht das Ding auf und dann Bossfight. Achtung, 3, 2, 1. Ich wusste es. Ah, okay. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Das ist Lara Loft? Immer. Wirklich? Was? Wo ist meine Waffe? Scheiße! Und die Waffe ist auch weg! Ist die Waffe wirklich weg? Was? What? Hey, Lara? Wenn ich dich erwisch. Machen Sie A, bitte. A. Mhm. Oh! Wer muss da dabei angucken? Immer entlang von dem Meridian. Oh, ich habe gefunden, Ihre Schmerzstelle. Es werde ein bisschen Schraube. Es werde Schraube! Es werde kurz ihr Unterschenkel entfernt. Ja, was soll ich denn hier drücken? Links, oben, rechts. Ich kann ihre Fuß nicht lose. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt. Oh, Schlüssel. Es habe den Grund gefunden für ihre Knieschmerzen. Sie habe einen Schlüssel im Knie. Gute alte Schlüsselbein. Scheiße, Glorious Daddy. Der Gag war gut. Und für den Edit habe ich es verpasst. Ich kann auch nicht mehr zurückgehen, weil der Schlüssel ist ja schon weg. Jimmy, kannst du das im Edit irgendwie so machen, dass ich sage, das gute alte Schlüsselbuch sagt? Erstmal den Ehering abziehen. Du warst im Bett sowieso ein bisschen hölzern. Was ist mit dem? Wieso stöhnt er? Wo sind meine Hände? Was machst du da drin, du Sau? Ey, du sollst dich verstecken. Ey, jetzt rubbelt der sich ein. Ich fass es nicht. Auch wenn deine Frau tot ist. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Der ganzen Welt diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben, der Hochzeitsgeschenk. Du machst das mega. Ja, 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 ja. Zuerst Otto sagen und dann sagen, du machst das mega. Du. Du. Machst jetzt einen auf Layer of Fear oder was? Hallo, einmal bitte Pizza Quattro Stazione mit ordentlich Pommes Frites. Aber getrennt, nicht zu... Ich war noch nicht fertig. Eine Cola Zero und ein Pampadam. Haben Sie das? Und ich würde... Oh, das ist doch unmöglich. Das ist doch... Ich hab so einen Hunger. Ich glaube, wir müssen runter. Obwohl ich das für dämlich halte. Aber gut, wir müssen runter. Das war's? Kein Monster, nichts? Nichts? Das ist aber enttäuschend. Ich habe jetzt gedacht, hier werde ich aufgefressen oder irgendwas. Was ja. Ich hab... Oh, Babygeschrei ist fies, Mann. Jetzt gib mir doch schon mal das Fläschchen, Mensch. Was? Was ist da hinten?
Was ist das? Leute, ich habe keine Waffe. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was? Moment. Ich habe keine Waffe. Okay, ich habe keine Waffe. Das ist so eine Petrescu-Nummer, okay? Der Typ, das Baby, was immer die Scheiße ist, kommt auf mich zu. Ich kann nicht ins Medizinzimmer. Ich kann nur hoffen, dass er nicht in die Puppenwerkstatt kommt. Und sonst muss, renne ich in den alten Brunnen. Oder? Was? Fuck! Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Das kann doch nicht sein, oder? Scheiße! Ah! Hilfe! Was? Nein! Nein! What the fuck? Habe ich gerade ein Riesenbaby gesehen, was mich aufgefressen hat? Wie ekelhaft! Entscheide dich für eine Seite! Du Scheißviech! Was bist du denn für ein Kackviech hier? Ich gebe zur Adoption frei, dieses bescheute... Hallöchen! Das Jugendamt ist hier. Kann es sein, dass ich gerade große Augen mache? Hä? Da! Wo ist eine fucking Babyrasse, wenn man sie braucht? Ich brauche eine Babyrasse, Leute. So geht das nicht weiter im Spiel. Hier ganz im Ernst, mir sind diese ganzen Werwölfe und Petrescus und die Mädels von Petrescu, die waren am wenigsten hübsch. Sorry, ich kann gerade nicht denken. Was muss ich machen? Ah! Ja, geh doch! Ja, geh doch! Ja, geh doch! Geh doch! Ah! You fucking... Geh doch! Du Scheiß! Ey, ist das wirklich Lara? Da muss ich sagen, Chapeau. Also, ist das... Krass. Ich habe ein bisschen Angst vor Lara jetzt, ohne Scheiß. Ein bisschen. Ey, sorry, wer so lachen kann, der ist... Alter, die Tante ist... Ich glaube, ich weiß... Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit der spielen kann, ganz im Ernst. Also, wer so lachen kann... Alter. Wir spielen um dein Leben. Warte! Was? Na los, such mich! Lara, sag mal ganz kurz ruhig, ja. Ich habe Angst vor dir. Ich kann nie wieder mit dir streamen und spielen. Geht nicht. Ich muss immer an deine denken. Hätte natürlich auch machen können, aber... Ah, Kaya, das... Hast du noch was anderes? Da ist Lara besser. Hey, warte, ich hab noch was. Oh. Nee, Kaya, es tut mir echt leid, aber Lara hat den Job. Warte, ich... Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich komme wieder, keine Fragen. Nee, wie hieß das? Es ist noch nicht gefragt. Es ist noch nicht... Die Tage sind nicht gezählt. Ich komme wieder. Frisch vermählt. Nee. Mortuary Assistant. Komm, lass uns mal anfangen hier, sonst... Heißt es wieder, hey, ihr habt ein Abo, aber kein Content. Das ist ein netter Anfang hier. Es regnet. Warte mal. I deep look? Was ist denn das für ein Englisch? I deep look into the process that happened after we die. Das erste, was ich mich immer frage, ist, Wie krieg ich in die Hocke? Ah, mit String. Das ist auch neu in dem Spiel. Das hatten wir in der Demo auch nicht gehabt. Oh, jetzt bin ich mal... Oh, ich habe eine Idee. Pass auf, Leute. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Das wäre richtig cool. Ach,
Ach egal, ich treffe das Fenster nicht. Boah, ich mich erschrocken. Ah, ist mein eigener Fuck. Keys to the apartment car. And the front door. So Leute, habe ich alles? Where are my keys? God, we lose those. Was? Ich habe deine Keys doch hier. Mann, es ist so einfach. Nimm die Keys und geh raus. Jetzt bin ich an der Arbeit angekommen. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Was ist denn hier los? I don't have my clipboard. I don't have my clipboard. Geh da rein. Hallo! Der Eiermann ist da. Also wenn Jesus dich schon so anguckt. Junge, geh da nicht rein. I already have one of those. I already have one. I already have one of those. 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 Bitch. Language. Hier. Hallo. Ich habe keine Ahnung. Du bleibst schön liegen, du Pisser. An der Stelle würde ich jetzt eine Pause machen, oder? Ey, das sieht aus wie so ein oder? Der da raushängt. Sorry, aber. Aber ohne Scheiß, da steht doch einer mit seinem draußen. I can't hold anything else. Auf. Wesen. Komm her, du Sau! Hallo! So, es gibt keinen drin, nur Schatten und ich. Okay, vielleicht. Was? Use Leaf Gurney. Ah! Nee, ich hab keinen Bock. Obwohl doch. Nee, ich will nicht. Ein Pillemann hängt fest. Komm, Opa, noch einmal ganz kurz frische Luft schnappen, oder? So, du verpiss dich jetzt. Weil du eine scheiß Zombie-Leiche bist. What the fuck is going on with this idiot? So. Na du Arsch, damit hast du nicht gerechnet, hä? Ha! Ah. Was ist eigentlich mit dir passiert? Du hast Kratzspuren, hast du Katzen? What the fuck? Tschüss! So! So. Und jetzt? So verlodet man Leichen. Leute. Record any disgusting marks, enter markings into computer. Okay. So. Dann schauen wir uns mal. Rotate. Was soll ich rotaten? Was heißt denn rotate? Ich rotate mir doch. Mittlere Maustaste ist es auch nicht. Rechte Maustaste ist das. Ach so, ich soll da drauf. Bevor das nicht der Mittel. You fucking okay. Soll ich da hin? Oh, das ist jetzt aber ein bisschen anders, das Ganze. God has left you. Dann werde ich den schon finden. Ich habe ganz kurz die Lautstärke nachgeregelt. Was war denn? Zeit, dass du deine Augen öffnest, Baby. Nee? War das nicht in der Demo irgendwann so? Ah! Blöde Kuh, jetzt reicht's mir. Hast du einen Knack? Wo ist der Penislichtschalter? Hier, ne? Dann bleib da im Dunkeln, du hohle Nuss. Record any dis... Ja, da hinten wieder da am Fenster. Ich hab doch alles aufgeschrieben, oder? Ah, nee, ich muss ja... Okay, wir müssen mal miteinander reden. In Phasmophobia wäre das so einer von den drei Hinweisen. Was? Stell dich diesen Licht aus. So... nervig. So. Head. Ja. Right shoulder. Contusion. Left arm. Zack. Right leg. Und left leg. Contusion. Das müsste es gewesen sein, oder? Ah, hier waren wir nicht. Jetzt. Was war das? Left Shoulder Contusion, oder?
So, was machen wir jetzt? Sehe nichts. Mix Embalming Fluid in Pump. Ich bin gerade ein bisschen lost. Herein. Was war das? Mix Embalming Fluid in Pump. Ja. Yeah. Und jetzt? Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Hey, es ist doch nass da draußen, Mädchen. Das bringt doch nichts. Komm schon, lass dich kurz aufschneiden. Ich hoffe, du bist krankenversichert. Ich mach das hier nicht for free. Flash of fire and ash of flesh will herald the coming of my house. Was? The flash of flesh and ash of flesh. Was ist das für ein Text, Mann? Kannst du denn nicht... Okay, okay, okay. No! I'm not going! I hate you! Okay, Leia Sophia. Leia Sophia, baby. Alright, okay. Ich bin ja Horrorspiel proven, ne? Wie sagt man? Horrorspiel-Veteran. Ne, hier geht's nicht lang. Na, hast du alle Lampen am Brennen? Okay. Leia Sophia, baby. Mal gucken, was hier passiert. Miss Owens. Was? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Was? Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Okay. Thank you. I don't have a clue, was hier abgeht, Leute. Alright. Alright. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please. 10-year coin, this is my coin. Was steht da drauf? Unity, Recovery and Sex. A Service. Ach, hier lang. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Kann ich in die Türen rein, Leute, falls ihr euch das fragt? Ich habe auch keine Flashlight oder irgendwas. Oh! Okay, irgendwas passiert gleich. I'm sorry. You killed him. No! What? Ah, da sind wir ja wieder. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht, dass du dir draußen den Tod holst. Ha! So, make an incision in the car, in die, ja da waren wir schon mal stehen geblieben. Ja, das sind Forceps, dann nehmen wir doch ein Forceps. Forceps yourself. Mmm, lecker. Oh, das sieht aber... So, engage pump and let the body fly. Time to fly, baby. Remove tubes and close incision. Alright. Das ging aber... Ah. Jetzt geh doch mal da raus! Diese Steuerung ist so scheiße. Return body to cold storage. Da kommt gleich was. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. Okay. I am here. Oh. Aber noch gut. Zähne wollte ich gerade sagen. Not even one sigil. Okay. Can my name be so far from reach? Okay. Ja, aber du musst trotzdem in den Kühlschrank zurück. Look at me!
Wo denn? Ah, da. Look at this pitiful flesh I am serving. Ah, das hatten wir, glaube ich, so ein bisschen. Mit der alten Demo. Also da, guck mal, wenn du Yoga kannst. I have my prize. Was letzte Preis? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Gleich ein Clipboard oder so. Ah, Clipboard habe ich noch. Achtung. Möchtest du mein Clipboard sehen? Jetzt kommt's. Achtung. Ich hab's geschafft. Ich glaube, das war's. Hier war keine Frau, oder? Bei dem Spiel stehe ich oft auf dem Schlauch. 3, 2, 1, go! Come on, jumpscare me! Alright, let's check you out. Jetzt habe ich schon wieder einen Jumpscare verpasst. Ah! Komm. Der kann Treppen runterfahren! Ah, noch einer! Oh, geh weg! Das warte, ich komme, ich habe noch ein bisschen Hallo. Saft. Zwei Stück! Ah! Ich höre es dumpf. Ja, dann gehen wir weiter. Ich komm nicht mehr raus! Stell was auf, komm gleich ein Jumpscare! Lass mich mal ganz kurz mit ihr allein. Die Aufnahme unseres neuesten Patienten ist heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sezioniert werden, nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einen Rollstuhl geknallt zu werden. Warte mal, die wurde in den Rollstuhl geknallt? Ich weiß, ich habe selber nicht verstanden. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sediert werden, nachdem sie sich nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einen Rollstuhl geschnallt zu werden. Bei der Mehrheit unserer Patienten, die werden geknallt. Als ich sie heute Abend... Als ich sie heute das Abend... Das ist ein ganz, ganz trauriger Puff hier. Als ich sie heute Abend während meiner Runden geknallt hatte... Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe von hinten. Ich sehe mich so selten von hinten. Also siehst aus, als ob einer mit dem Rasierer mal kurz... rübergeratscht hat. Ja. Du, Teddy, siehst auch nicht viel besser aus von hinten, darf ich das mal sagen? Du, bei mir ist das ein Gesamtkunstwerk. Ich höre es dumpf. War schon ja, dann gehen wir weiter. Oh. Boah, wer hat die Tür zugeknallt? Geknallt. Geknallt? Geh mal da rein und guck ihn dir mal an. Oh, holy shit. Wie geht man hier? Wie geht ich in die Hocke? Ah, mit C. Okay. Ich hab's wirklich vergessen. Hast du denn ein Special... Ach du Scheiße, was ist mit dir los? Ich hab den Schlüssel. Keine Angst. Na, jetzt sagst du dein wahres Gewicht, wa? Sag mal, ist das Akne oder was hast du da auf der rechten Seite, du? Ein Unfall mit Theravil oder was? Kaya ist das Kind und du bist die Nachgeburt. Na, du bist zufällig mit rausgekommen. Was das kann. War so ein Unfall. Statt der Plazenta bist du rausgekommen. Ah, genau. Fürs Zurückschieben war zu spät. Ach, nö, kann man noch ändern. Nee, komm. Was oh shit, was ist denn das also da unten? Das ist das ist der Spaßkeller. 50 Shades of Grey ist hier. Das heißt, du warst da schon mal. Ich kenne mich hier ganz gut aus. Ja, ich aber weißt du, warum ich nur aussehe? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, wo du deine Verletzung her hast. Ja, natürlich, das sind keine Verletzungen. Das sind Erfolgsmale. Ah. So. Hast du mit der Tante hier rumgemacht, oder was? Ja, das ist meine Ex. Was hatten die für ein Headset auf? Von Sony, von App, was ist das? Die Streamerin. Die hört Mucke. Ja, das ist die lebt noch. Die lebt noch. So sieht es aus, deswegen mache ich keinen 24-Stunden-Stream. Hey, hallo, ich bin so emotional. Oh. Oh shit! Wieso ist Kaya weg und die Alte? Kaya, wo warst du mit ihr? Oh, es ist ganz einfach. Sie haben ein Hausrat, das tun sie in die schwarzen Säcke. Dann haben sie Grünabfuhr, das tun sie in die grünen Säcke. Die sind jetzt gerade leider hier, nicht hier. Dann haben wir Altpapier. Oh, hier. So, da habe ich mitgenommen.
Das Altpapier, das bündeln sie zusammen und dann warten sie, bis ersten Samstag im Monat wird es abgeholt, oder? Ah, hier ist da was. Was ist das? Ein Schlüssel. Ah, ich habe auch mal einen Schlüssel aufgehoben. Ja, zum Leichenschmaus. Lecker. Hallo. Nicht hoch. Gnu stirbt. Wo ist Gnu? Wo ist die Tante? Oh. Ist das hier Gnu? Das ist alles, was von Gnu übrig geblieben ist. So ein Knochenteller. Ah, die Ratte ist jetzt da drauf und wird jetzt gegrillt. Ich hab die da jetzt draufgesetzt, ja. Genau. Und wenn ich jetzt hier bleibe, werde ich auch gegrillt. Ja? Wir können's gern mal probieren. Beste Mal. Oh. Ist Kaya down? Kaya ist down! Oh, Alter, wirklich? So eine Scheiße, was habt ihr denn mit mir gemacht? Ich kann nicht mehr gerade ausdenken. Mein Sack ist weg. Wo ist mein Penis? Mann, das kann doch nicht sein. Ihr habt alles weggebraten. Also die rennt oben rum, erster Stock. Okay. Wir müssen aber leider hoch. Nee, wir was? Wo ist die? Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Da! Oh, mein Gott! Ich geh mal nach oben, ne? Oder? War das jetzt eine gute Idee? Oh, da hinten ist sie am Feuer übrigens. Was macht ihr da? Tanzt die? What the fuck? You're the one, you're the one. So, ja, du schleichst dich an, aber ganz schlecht, du. Ganz übel. Don't give up your day job. Du hole Frucht, du. Also die Tante ist übrigens hier, ne? Direkt vorm Kamin. Was, wo? Oh, okay. Guck mal hier. Guck, wie eklig die läuft. Guck, was die für Moves macht. Das bin ich, wenn ich mit High Heels erstmal durch die Straßen steppe. Was ist denn jetzt schon wieder los? Rennt die oder was? Der hat sich schon geröstet hier unten. Oh. Wenn sie in dem Modus mit ein bisschen anleuchten. Wie geh ich denn hier? Oder? Nee, in dem aha! Also wenn sie quasi auf ihren Höhepunkt zusteuert. Ja, genau. Was für ein Höhepunkt muss das denn sein? Dann kann man sie nicht stoppen, das ist aber sehr praktisch für sie. Lässt sich von nichts abbringen. Aber ich hab eine Ratte, hier ist noch eine Sicherung drin. Sehr gut, die nehme ich mit. Ja, und hier sind die Bündelis, die ich vorhin angesprochen. Ich glaube, ich höre irgendwas. Ich mach mal die Schuhe zu. Und jetzt ist die aber... Ah! Oh, what? Nein, Schatz, die Ratte! Wo kam die denn her? Ah, scheiße! Hier war doch noch ein Teller. Hol die Ratte! Oh, so, Tollsuppe, wir machen einen tollen Rattenkaffee, eh? Nee, ich hab sie nur gehört. Wo geht sie überhaupt runter? Ah, da. So, ich habe tolle Ratte für euch, eh? Da können wir schon einen Schluck trinken, eh? Ist frisch geröstet. Wegzuklettern. Alter, kann mir mal einer helfen, ganz kurz? Ich hol dich, Kaya, warte. Kaya, hör auf wegzulaufen. Kaya, bleib da! Ich kann dir nicht hinterherlaufen. Ach, du bist das, sorry, du sahst aus wie ein Monster. Ja, natürlich! Was ist mit euch? Mach die Tür auf! Okay, warte, ich drück jetzt E. Stopp, ich drück jetzt E. Nee. Werde die Tür zugeschlossen. Okay. Ja, okay. Gnu, kannst du die Tür aufmachen? Ist bei dir. Es darf immer nur einer aufmachen. Keiner, lass mich raus. Es war wunderbar. Kiss me. Oh. Ach du Scheiße, ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Vorbei. Entschuldigung, könntest du mich mal vorbeilassen? Bist du bescheuert? Ich hab keine Zeit für sie jetzt. Hier ist eine Ratte, hier ist eine Ratte, hier ist eine Ratte. Du bist gerade umgebracht. Wo denn? Ria! Ich lauf zum Medkit. Achso, da geht's nicht durch. Oh shit, ich glaube, das war's. Oh fuck, das war der letzte. Ich glaube, wir brauchen echt vier Leute. So geht das nicht. Ich habe so ein ganz komisches Tretsymbol über dich oder so ein. Was passiert? Oh shit. Hallo? Ja. Hey. Ah, hallo. Jetzt da. Ah. Hi, Schlo. So, ja, bin ich froh, dass. Gnu, ich musste gerade einen neuen. Sie war auf dem Klo und ich musste einen neuen Server machen, weil Teddy sich da rausgekickt hat. Und ja, das, safe. Sportspiel übersprungen. Ach du Scheiße, leck mich am Arsch. Ja, ich würde sagen, Schlurox sieht vor, oder? Hier ist eine Ratte. Oh, komm nicht mehr raus! Schnell, pass auf, kommt gleich ein Jumpscare! Lass mich mal ganz kurz mit ihr allein. Oh nein. Nein. Das ist echt unangenehm. Kaya. You are a beautiful woman.
Ach du. Oh, you touch me there. Jetzt bitte rufen. Oh, you touch me here. Ich würde auch sagen, dass wir sie jetzt grillen, beide zusammen. You touch me there, you touch me here. Oh. Taschenlampe geht nicht! Das war Masshase mit Happy End. Kannst du mir eine Fliegenklatsche bringen? Warum? Sie handelt jetzt, ne? Sie macht das! Oh Gott, sie kommt nicht zurück! Ja, ja, leuchtet sie an, leuchtet sie an! Nein! Oh, shit! Die mich verarschen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Leuchtet sie an, leuchtet sie alle an, leuchtet sie alle an, alle anleuchten, alle anleuchten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Abgewehrt. Sehr nice. Jetzt hat sie sich beruhigt. Perfekt. Aha. Dann holen wir uns jetzt schnell noch einen Teller. Die hat sich, oh, sie nicht aus, als ob sie sich beruhigt hat. Doch. Ah! Vorsicht, die kommt. Was ist das? Die trägt mich ins Schlafzimmer, die will was von mir. Ja, dann lenk sie ab. Zeig, was du drauf hast. Ich lenk sie ab, okay. Ey, ich hab keine Lampe mehr und mich verfolgen hier so Rollstuhlfahrer. Ich komme. Der kann Treppen runterfahren. Ja, ich weiß. Und sogar hochfahren, von Assi. Ah, noch einer. Oh, geh weg. Das warte, ich komme, ich hab noch ein bisschen Hallo. Saft. Zwei Stück. Ah! Die Alte ist bei mir hier oben. Macht euch keine, macht euch keine Gedanken. Die chillt okay, hier oben mit mir. Ich hol ein Medkit. Ich hier ist eine Ratte, hier ist eine Ratte. Gnu geht da durch, als wäre das so, ja, morgens früh mache ich mir einen Kaffee und dann spiele ich 8 Runden Devour so nebenbei mit dem Ruhepuls von 62. Sag's nochmal. So. Geh mal weg von der, die stresst mich von der Rumgeschnaufe. Oder seid ihr das? Seid ihr das? Was? Teddy ist das, ich hab gar nichts gemacht. Wusstet ihr, dass Leute, die auf dem elektrischen Stuhl kommen, davor noch ihr Lieblingsessen auswählen dürfen? Das ist echt pervers. Was wäre denn euer Lieblingsessen? Ich würde eine Calzone nehmen. So Schock mit Ei, dass ich alle so voll furze, dass sie mich doch nicht... dass du sie zuerst vergiftest. So eine Macke. Genau. Bevor du die Giftspritze kriegst. Alle das zählt dann als Selbstmord. Mann, meine Nudeln riechen mich die ganze Zeit an. Voll geil. Wieso hast du denn die Hose auch auf? Ah, der zwei Nudeln das, oder was? Das kann nur das. Was passiert hier gerade? Was machen Sachen? Ah, ich hab... Leg mir am Arsch, geh raus hier! Oh, guck mal, da kann man jetzt ein bisschen in die Beine gucken. Okay. Boah, sie hat einen fahren lassen. Anleuchten, lieber, anleuchten, lieber anleuchten, 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 wo ist sie, wo ist sie? Anleuchten, wo ist sie denn? Komm ich. Bin da. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt alle runter. Bring das, was er nicht sieht. Yes, I, you know you fucked up. Aber auch spannend, wenn sie handelt, Alter, und man sie anleuchtet, dann beruhigt sie sich eigentlich schon. Ja, die Frage ist aber halt auch, ne, was ist eigentlich gruseliger, die oder wir? Wir rennen hier so roben rum mit so einem merkwürdigen... Okay, super. Ich will jetzt nicht rausgehen. Was sind das? Was sind das für Klöten? Ja, ja, wir müssen welche finden. Also, die ist rechts. Ich hole das Rollstuhl. Warte, die Tante war gerade im ersten Stock bei Schuhe. Ich geb auf, ey. Der hat mich schon wieder gesnackt. Ey, die kann sich teleportieren, die Tante. Das glaubt ihr nicht. Ich hab ein Medkit. Ja, wir sind alle... Nee, wir sind nicht alle am Start. Ja, das ist einfach... Das Spiel ist einfach... Die Frau hat keine Laufwege, die teleportiert... Jetzt kommt sie schon wieder. Die hat er gleich schon wieder gesnackt. Die ist richtig, richtig flott, leider. Ja, aber die teleportiert sich, die blöde Nuss. Nein! Du bist da ein... Na... Arschkuh. Oh. Bin ich auf meinem Sack gefallen. Stop it. Get some help. Merkte, dass das Mikro... So, Leute, jetzt wird gezockt. Ganz kurz zur Info, warum wir eine Resident Evil Pause gemacht haben und jetzt quasi reingehen auf dem PC. Oh, sorry. Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um. Scheiße. Also, ich habe 15 Stunden habe ich hier reingeballert in Resident Evil auf der PS5. Alright? Und dann kam ich hier in Heisenbergs Fabrik und dann musste ich bei diesen Viechern da hinten, bei diesen Pennern, die da abhängen, musste ich quasi das Herz rausschießen. Was mit dem Controller unmöglich war. Ich will nicht wissen... Halt die K***. So, dann habe ich gerantet und geraged und habe den Controller durch die Gegend geschmissen. Leider war die Playstation an dem Controller dran. Das heißt, jetzt ist der Controller kaputt und die Playstation. So, dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr. So, dann habe ich geraged quittet, habe Alt F4 gedrückt, was nicht funktioniert hat auf der Playsee. Aber die Wand hat funktioniert auf der Playsee. Das war super. Ha!
hier die Festplatte. Ich so, die könnte ich gebrauchen. Dann hat Jimmy mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Er hat gesagt, Kaya, ich zahle dir Geld dafür. Ich hatte einfach nur das Spiel gekauft. Und zock das dorthin, wo du aufgehört hast. Und das mache ich freiwillig für deine Community. Und ich will auch kein Geld dafür haben. Da habe ich gesagt, du musst mir Geld geben. Das bedeutet, ich spiele jetzt das Spiel nicht zum ersten Mal, aber ich spiele die PC-Version zum ersten Mal. Das heißt, meine erste Frage ist... Wie gehe ich in die Hocke? Nein, jetzt mal im Ernst, wie gehe ich in die Hocke? Es ist nicht String-Control. V-Karte, nicht M für Map? Nein, V für Map. Ui. Tab für Inventar. Oh, das ist aber aufgeräumt, Jimmy. Hallöchen, Jimmy, was hast du denn? Du hast ein bisschen wenig Medizin. Darf ich das mal ganz kurz kritisieren in deinem Gameplay? Das ist doch wieder so ein... Hört ihr den? Vielleicht sollte man den in Ruhe lassen, weil der hört sich an, als ob er gerade sich selber... Also ich höre mich übrigens genauso an, ne? Wisst ihr, wie das Frettchen sich anhört? Ich glaube, der ignoriert mich. Ja, oder? Muss ich nichts machen, oder? Ich gehe einfach weiter. Okay, 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 okay. Oh, ist das geil mit der Maus. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ich hätte mindestens 8 Kugeln verschwendet. Wie viele waren das, ne? 7 waren das jetzt. Okay, Messer ist nachgeladen. V. Gut, es ist blau, es ist blau. Ja, ja, so blau, 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 blüht ein Ozean. Noch mehr? Ich muss erstmal die Situation checken. Das hat nichts mit Angst zu tun. Ich bin mir sicher, die können keine Leitern. Das hat nichts mit Angst zu tun, Leute. Das ist taktisches Zurückziehen. Ich habe es gelernt bei den Bundesjugendspielen. Leute, wollt ihr nicht, wollen wir nicht reden? Guck mal, die machen ihren scheiß Arm. Jetzt haben die doch einen Laser! Warte, das ist der... Das verstehe ich auch in dem Spiel nicht so richtig, ne? Da, scheiße! Ja, das ist voll unfair, der, wir können doch... Der geht immer die Leiter hoch. Ja, dann lass uns doch hinterher, Mann, wir können fliegen! Ja, ich kann fliegen, aber ich weiß nicht, wie ich in eine Leiter hochgehe. Ich habe nur eine Bohrmaschine als Hand. Mann, du bist so doof. Flieg doch dem Idioten hinterher. Wir hatten Schneiber. Pass auf. Es war knapp. Du hast deine Leuchtdiode freigegeben. Guck, wie ich das mache. Ich mach die Hand davor. Ja, aber der kann eine Leiter hoch. Also das macht langsam keinen Spaß mehr mit dem. Man hat mich hier bezahlt als Monster, ja? Damit ich hier, was machen wir hier eigentlich? Halt die Fresse, wir werden bezahlt. Ja, aber... Aber der geht immer wieder weg. Ich bin froh, dass ich die Tür aufmachen kann. Aber dann... Ja, lass mich raten, er geht die scheiß Leiter hoch. Das könnte klappen, Moment, das könnte klappen. Ich habe einen Schuss, Leute. Einen verkackten... Ja! Jetzt stirb doch endlich, du Sau! Ja! Scheiße, jetzt liegt's an mir. Mein Kumpel ist tot, weil der Vollidiot keine Leiter hoch wollte. So, ich habe auch gesehen, dass er die Scheißleiter wieder runtergekommen hat. Au, das hat wehgetan, du Arschloch! So, ich komme jetzt runter. Und wie, du gehst die Leiter hoch. Warte. Ich kann fliegen, aber ich glaube, ich laufe runter. Scheiße. Ich geh jetzt nochmal runter, ich hab's vergessen. So, ich gehe jetzt erstmal oben meine Runde, weil ich habe vergessen, wie man fliegt, okay? Ich scheiße. Ich laufe runter. Warte, ich komme. Vielleicht kriegst du auf die Fresse. Oh, Abkürzung. Oh, das war's. Exzellentes Gameplay. Exzellent. Nobody. Boah, da ist ein Stück Zahn drin, ey. Glaubt ihr das? Was sollen eigentlich immer die Kuhglocken? Hört ihr das? Ich habe immer das Gefühl, eine Schweizer Kuh steht gleich hier und macht... Kannst du eventuell deine Cam nach links machen? Die Vio wollen deine Munition sehen. Nee. Ich habe euch gewarnt, Leute. Ich habe gesagt, wenn ihr meinen Stream unterbrecht, wegen so Kleinigkeiten wie, ich möchte das und das sehen. Ich habe euch gewarnt.
Wieso schießt er? Wieso hat denn der Penner Ich habe geschlossen! Ich habe dieses Vollidioten-Dokument geschlossen! Dokument geschlossen! Und dann schießt er fünfmal! Fünf Dokument geschlossen! Habt ihr es gesehen? So, habt ihr nicht gesagt. So, weil ich zu groß. Ich sag euch, was meine Munition ist! Fünf Schüsse weniger! Ah, wegen euch habe ich fünf Munition verschossen. Was ist das für eine Munition? Ich will deine Munition sehen. Das Dokument ist definitiv tot. Ich habe gerade Kugelkolik gelesen. Oh, dann müssen Sie aber direkt zum Arzt, wenn Sie eine Kugelkolik haben. Komm zu Papa, du Goldquarz. Ja, du brauchst es auch. Ja, du Goldquarz. Komm doch mit auf den Heisenberg. Ich will. Jetzt lass mich doch mal speichern. Das eiserne Pferd ist eine Auszeichnung für alle, die gießen können. Dann habe ich mir doch einen Schlüssel. Wo ist es? Heisenbergs Schlüssel. Heisenbergs Schlüssel. Da ist er doch. Erstmal untersuchen, das Ding. Vielleicht. Man weiß ja nicht, was. Tot. Warte, wir machen das nochmal ordentlich für YouTube. Oh, Heisenbergs Schlüssel. Was könnte das sein? Ah, nein, jetzt hab ich's verkackt. Das Heisenbergs Schlüssel. Jetzt hab ich die Taste zwar richtig gedrückt, aber warte, ich muss, so muss die stehen. Oh, Heisenbergs Schlüssel. Was könnte das? Ah! Mein Erschrecker war nicht gut genug. Oh, Heisenbergs Schlüssel. Irgendwie enttäuschend, oder? Wo kommt der denn her? Was mache ich hier drin? Nix! Ich kann gar nichts machen! Ich bin am Arsch! Alright, so Leute. Kann sich um Stunden handeln nur. Achso, halt! Halt! Nicht so schnell. Immer langsam. Halt! Ich hab gesagt, halt! Was einer. Ja, was? Ich sehe auch nichts! Wie kann ich das denn sehen? So, jetzt sehe ich hoffentlich, wo ich hin. Ach, da! Geh! Ich hab dich nach rechts! Ich hab dich nach. Rechts. Ich hab dich nach rechts, du Sau, du. Komm da raus! Hat jemand einen Cheat-Modus? Halt! Und der hinten! Machen wir das Spiel mal leise, dann kann ich mich konzentrieren. Nein! Du bist da ein! Na! Das ist cool. Oh, jetzt bin ich auf meinem Sack gefallen. Ich bin auf meinen Sack. Kennt ihr das, wenn man sich auf seinen eigenen Sack setzt? Ah, Jesus. Ich war noch männlich und dann habe ich das Kugelschmieden gespielt. Ah, wieso gehst du denn da raus? Nach 15 Monaten Twitch habe ich meinen Endgegner gefunden. Dieses Spiel hat meine Eier zerstört. Ich finde das nicht mehr lustig, versteht ihr? Ich hatte eine schöne Stimme gehabt. Und dann spiele ich das Kugelspiel bei Resident Evil. Ich verklag Capcom, ich verklag euch. Ich will meine Männlichkeit zurück. Wieso geht denn jetzt gleich die Kugel raus? Könnt ihr mir das mal sagen? Was mache ich jetzt falsch? Jetzt geht die da immer raus. Jimmy, du bist ein Arsch. Blöder Penner. Doof, Mann. Du bist entlassen. Nicht so schnell! Ich sehe nichts! Ja! Geh rein in die...
First try. Wir schneiden es so zusammen, Jimmy, dass ich das in einem Rutsch... Vergiss es. Wir lügen einfach. Nö. Erstmal speichern, oder? Nach der Nummer. Alter. Jesus Christ. Das war die schwierigste Stelle im ganzen Spiel. Guck mal, ich scroll runter und die Maus macht. Wo ist der Scheiß? Ihr habt mich verarscht. Achso, der Loot. Was? Hab ich den nicht? Ich wusste, dass da der Bernsteinschädel ist. Aber ich wollte, dass ihr mal kräftig in den Chat schreibt. Der Loot, der Loot, der Loot, der ist lost. Der Kaya ist lost. Der kann doch nicht mal speichern. Ich dreh mich nicht um. Tschüss, macht's gut. Nein, es war ein Witz. Wir zocken heute noch ein bisschen, oder? Seid ihr noch am Start, oder was? Oh. Jimmy hat einfach ein Spiel gestartet. Warte mal kurz. Was machst du da? Ich glaube, Jimmy hat einen Spielwunsch. Keine Ahnung, der hat gerade irgendwas... What? Im Ernst? Der hat einfach ein Spiel gestartet. Was ist los mit dir? Keine Ahnung, was hier los ist. Jimmy, kannst du was zu dem Spiel sagen? Nö. Ich glaube, Jimmy will ein Edit von mir haben. Ja. Sieht ein bisschen nach Horror aus, ne? Wie heißt das Spiel? Hast du einen Namen dafür? Quiet Basement. Ich nehme mal schwer an, dass es ein Horrorspiel ist. Ha? Also, MTV steht da irgendwie. Was steht da? Silence Will Fall, what? Ich kann das nicht lesen, verdammt. Habt ihr das gehört? Das ist definitiv ein Horrorspiel. Ist das der Modkeller? Okay, Jumpscare in 3, 2, 1. Was ist das? Alter, das war mein Schritt! Wie geh ich in die Hocke? Die Geräuschkulisse ist asozial, oder? Oh, ich kann mit der linken Maustaste. Was ist denn hier los? Hä? Kriegt da einer geklatscht oder was? Hä? Oder vielleicht macht er. Hä? Ist das mit Styropor zusammengepappt oder was? Boah, das Knarzen ist ja assi. Okay, aber der Dude kommt da nicht raus. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Da ist eine Tür verschlossen. Da kommst du nicht durch, aber hier ist eine Styroporwand. What's the point, Leute? Hier ist ein Ticket für meine. Nee, das ist ein. Was? Ein Knochen? Was? Okay, ich habe kein Spiegelbild. Hier ist irgendeine Säge. Oh, hier ist, hier kann man... Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Warte, ich gehe mal hier rein. Hier, kann ich durch? Warte. Nee. Oder ist es so ein... Mann, jeder Knarzer. Voll asozial. Monopoly! Ich weiß, worum es hier im Spiel geht. Ich war gestern in der Disco, ich habe meinen angesoffen, ich habe eine Frau abgeschleppt und bin bei ihr aufgewacht. Okay? Und ich muss einfach wieder raus hier. Right? Wir alle kennen das Gefühl. Wir alle waren schon mal in so einer Situation. Ich glaube, das war's. Es sei denn... Oh, warte. Nee. Alter. Jimmy, nice Spiel. Okay, ich habe eine andere Theorie. Und zwar, hier geht es darum, dass ich einen in der Waffel habe. Ich frag mich, wann der erste Erschrecker kommt. Ich nehme das Mikro ein bisschen weiter weg, damit ich mir nicht die Zähne anhaue, wie bei Resident Evil neulich. Nobody... Don't make a sound. Silence will fall. Okay. Alright. Mal gucken, ob hier immer noch.
Kajayana. Der Typ, der sich vor seinen eigenen Handlungen erschreckt. Okay, lass mich raten, das passiert jetzt nochmal. Oh nein, ich drehe mich um, Jumpscare. Okay, das war ich, sorry. Ich wollte auch mal was auf eure Kosten machen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Die Tür oben ist zu. Alter, ich hau ab. Ist da jemand noch drin oder was? Kajayana. Der Typ, der sich mehrfach vor seinen eigenen Handlungen erschreckt. Ja, Mother. Vielleicht geht's hier raus. Nee. Don't make a sound. Hä, der Schlüssel war vorhin noch nie. Der Schlüssel. Ach so. Aber immerhin, wir kennen das Layout des Spiels. Es wird immer dunkler. Jimmy, du bist gefeuert. Mein Gott, war das ein männlicher Schrei. So richtig schlecht. Ich mach mich hier lächerlich. Okay, die Tür ist... Ah, die Tür ist auf! Leute, die Tür ist auf! Gib mir die Knochensäge, gib mir irgendwas! Was mache ich hier drin? Hier wird's dunkel, hier wird's dunkel. Achtung! Komm raus, du Sau! Hier gibt's was zu trinken. Ich gehe immer durch denselben Raum und es verändert sich immer slightly etwas. Okay, das ist die vierte Runde, richtig? Die vierte, soweit ich... der Durchgang ist aber ein bisschen, hier passiert gar nichts. Ha! Nee, was? Also jetzt ist die Tür auf. Das ist... die Tür ist doch zu. Okay, Schlüssel suchen. Ah, komm schon. Das geht ein bisschen besser hier. Also zweimal hat es mich richtig zerrissen, aber die waren ein bisschen lame. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auf die Fresse, weil ich das gesagt habe. Ich mag die Musik nicht. Ich mag die Musik nicht. Ich mag diese Musik nicht. Warum soll ich weitergehen? Ich habe keinen Bock da drauf. Jetzt komm doch endlich. Nein. Ich warte hier schon eine ganze Weile. Nee, ich gehe nicht. Warum denn nicht? Ja, die Musik lässt nichts Gutes erahnen. Komm schon. Nein. Mann, das ist spannend für den Zuschauer. Ja, aber nicht für meine Nerven. Bitte. Nein. Bitte. Ja, okay. Ah! Da ist er! Bock zu tanzen? Jetzt haben wir getanzt, was willst du denn noch? Achtung, Achtung. Ich geh nur kurz hier rein. Noch weniger Licht. Okay. Okay, die Frau hat die Glühbirne mitgenommen. Ich glaube wirklich, es war ein One-Night-Stand gone wrong. Ich war so scheiße in der Kiste, dass sie mich in ein Basement eingesperrt hat. Und sagt, du kommst ja nicht raus, bis du mit mir richtig... You so fucking precious when you smile. Alter, das wird immer dunkler. Mann. What? Ach, stimmt. Da war vorhin dieser Rohrbruch war da, ne? Leute, ich sehe langsam Gespenster. Ich habe wirklich einen Typ gesehen, der da Liegestütze macht. Okay. Ich guck nochmal unter der Treppe und ich glaube, bis jetzt hat das nicht... Oh doch, unter der Treppe ist jetzt plötzlich... Halt, sind Kerzen.
Ich wusste auch, dass... Das ist voll fies. Ich denke mal, jemand steht hinter mir. Was machen wir jetzt hier? Also... Mann, immer dieser Platscher zwischendurch! Unter der Treppe. Okay, ich geh nochmal. Unter der Treppe. Ah, dankeschön! Vielen Dank, das ist lieb! Na, erschrocken? Dann guckt euch den mal an. Basement. Going down. Wo bin ich? Unter der Treppe. Was ist denn jetzt passiert, außer dass es Bums gemacht hat? Einfach so ein Red... Wie lange geht das Spiel? Jemand an der Tür geklopft. Herein! Oh. Ah! Was? Ich dachte, da wäre jemand auf der Treppe. Wer bumst denn wo jetzt? Wie bumst? Ich bumse! Bums mich! Bums, bums, bumsen! Ich glaube, das ist Paul Panzer, der will rein in den Stream. Es ist niemand da. Hä? Komm, wir müssen da durch, Leute. Hä? Ich kapiere nicht, warum hier nichts mehr abgeht. Ich glaube, ich ersaufe am Ende des Spiels. Kann das sein? Hier ist Licht, hier ist Licht. Hier passiert irgendwas. Okay, das hat mir noch nicht... Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist ein Schalter, Achtung. Jetzt schalte ich den Strom an und sterbe, oder? Boah, ich dreh mich nicht um! Ich dreh mich nicht um. Hä? Beat. What? Das war's? Ich glaube, das ist Early Exit gewesen, Leute.